Du, ich dieses Video, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber wenn du es geguckt hast, dann schau doch mal bei Meinungsmacher vorbei. Da gibt es jeden Tag neue Informationen aus den Nachrichten und aller Welt mit politischen Themen. Oder vielleicht beim zweitklassigen Reaktionskanal. Denn wir haben so viele Reaktionen, dass die halt nicht auf den Hauptkanal passen. Also guck da gerne vorbei. Und jetzt weiter mit dem Video. Cut. Es gibt ja mal wieder eine Menge Videos von Betroffenen bezüglich der Thematik rund um Annie de Duck. Und da wir uns die Aussagen von Betroffenen anhören sollen, werden wir das auch weiterhin machen. Gut, dann hören wir mal zu, was, ähm, was da gesagt wird und äh, machen uns ein Bild davon. Ja. Ich ähm, habe gar nicht vor, wahnsinnig, wahnsinnig lange online zu sein. Ich habe nur ein großes Problem, ähm, sowas über, an, über Textform, auch wenn ich eine wundervolle Vivian habe, die meine Gedanken sehr gut äh, in Worte fassen kann. Ich mag dieses, dieses, dieses Konzept davon nicht so gerne. If you, if you get what I'm saying, dieses Konzept gefällt mir nicht, dieses wie man Dinge sagt, wie, wie das da steht und dann wird das falsch verstanden, falsch interpretiert und dafür ist auch viel zu viel passiert. Okay, ich glaube, ich muss hier mal ganz klar, also ähm, sollten es Mitglieder dieser Zuschauerschaft nicht schaffen, sich im Rahmen der Aufnahme von Informationen einigermaßen zu benehmen, werde ich keine Timeouts verteilen, sondern rechts und links einfach shellen. Also das ist wichtig ich denke gerade in diesem thema sollten wir immer mit der herangehensweise an die sachen rankommen das sind potenziell betroffene und wer sich potenziell betroffenen direkt respektlos gegenüber verhält da muss man nachkorrigieren entweder muss man das selber nachkorrigieren ja wenn man merkt ich kenne das übrigens ich bin mit der Thematik, ich will mich da gar nicht rausnehmen, ich bin mit der P Thematik, äh, mit der Idee an dieses ganze Thema rangegangen, weil ich äh, mit der Idee rangegangen, dass das so eine RTL-Sache wird, so Influencer-Drama, klassisches Influencer-Drama. Bis ich gemerkt habe, dass es aber weit darüber hinaus ist. Und mittlerweile sollte das eigentlich jeder gemerkt haben, dass es hier nicht um Influencer A mag Influencer B nicht geht, sondern hier geht es um Missbrauch, hier geht es um Terror, hier geht es um körperliche Schäden, hier geht es um seelische Schäden, hier geht es um richtig viel. Und ich denke, dass das Grund genug ist, jetzt einfach mal zu sagen, ey, Dumme Kommentare, so nach so jetzt, so nach der ganzen Zeit, jetzt sollte das jeder irgendwo gecheckt haben, ja, plus Tierquälerei, sind halt irgendwie nicht so geil. Deswegen, wenn ihr die Fresse nicht halten könnt, muss ich sie ganz kurz aufmachen und dementsprechende Konsequenzen jetzt und in Zukunft aussprechen. Das wird halt passieren. Ich möchte das nur einmal gesagt haben, weil ich will gar nicht, also das ist, äh, das ist, das ist fucking lame. Haben wir jetzt alle verstanden? Ich denke, das ist gut. Also hören wir uns einfach an, was hier gesagt wird, ja? Und bewahren die Ruhe. Und wenn ihr nicht die Ruhe bewahren könnt und ich mit meiner Ruhe nicht eure Ruhe irgendwie aus, Ruhe ausstrahlen kann und wir alle nicht ruhig sind, dann gibt es auf die Fresse. Man muss auch auf die Fresse geben, ja. Es ist viel zu viel passiert, es ist viel zu viel äh, schon im Umlauf, um dass man das mit so zwei, drei Sätzen irgendwie in einen Tweet packen könnte. Ich hatte angekündigt, das sollte, äh, sollte es dazu kommen, dass das irgendwie alles nur so so whack ähm, runtergespielt wird, dann werde ich dazu was sagen. Ich muss sagen, ich bin ultra enttäuscht von, von der Schadensbegrenzung, die, die da versucht wurde. Ich ähm, habe... Wenn man das Schadensbegrenzung nennen kann? Also ich habe mir eine Weile Gedanken darüber gemacht und immer wieder, wenn ich daran denke, warum dieses Statement in so einer Form entschieden ist. Ey, ganz ehrlich, ich, 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 mein Hot-Take, mein persönlicher Hot-Take ist... Sony und Samsung. Das ist mein Hottag. Also alles daran, also dass wenn ich einen Grund dafür suchen würde, dann nicht, weil das ein besonders durchdachtes Statement ist. In meiner Wahrnehmung nochmal, nur für mich. Aber das ist corporate Ideen dahinter. Also irgendwie versuchte Schadensbegrenzung auf einem kommerziellen Level. Fast ungläubig da teilweise gesessen und konnte. Ich, ich, es bedeutet nicht, dass ich das nicht verstehen kann. Ich glaube, das ist, es war halt kein Statement, es war mehr eine Schadensbegrenzung und das ist auch fein. Whatever. Weil jeder, man muss halt versuchen, jetzt irgendwie. Sie hat ja, Anni hatte jetzt in dem Fall auch keine andere Wahl, als zu versuchen, irgendwie äh, ihren da Glimpflich rauszukriegen aus diesem, aus diesem Getummel. Und Getümmel. Sind wir mal ehrlich? True. True. Ich, müssen wir, ist, und ich, ist es ist nicht unverständlich, aber für Menschen, die, die eigentlich. Ähm, die betroffen sind und sich, das geht sehr, sehr sehr schnell, dass man sich so betrayed fühlt. Auch wenn, wenn man jetzt so als basically ehemalige Freunde, logischerweise jetzt da, der <laughs> sich halt auch als Betrayer fühlt, aber das ist halt dieses Opfer-Täter-Umkehr-Gedöns. Jetzt muss man sich schon schlecht fühlen, dass man, dass man da irgendwie auch nur ansatzweise mit Teil des Ganzen war. Auch, äh, wie gesagt, ich hatte das in meinem letzten Stream ja auch schon erwähnt, dass, und das schon mal aufgeklärt, ich, ähm, wir sind schon seit längerer Zeit nicht mehr im Kontakt miteinander und das, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich die Timeline starten sollte. Es, es gibt so viele Sachen, wo ich, wo ich dachte, das ist dass, dass mir echt zu doof. Das ist mir echt zu so doof. Ich als Mensch, der so viel mitgekriegt hat, ähm, fühlt sich und dann sieht, was mit den, mit den, mit den Opfern Abgeht. I feel like, wenn ich das Maul nicht aufmache, dann haue ich mit drauf und das ist nicht, das ist nicht in Ordnung, weil dafür, dafür weiß ich zu viel dafür, dafür habe ich zu, zu viel Input und habe von zu vielen Seiten den Schmerz mitgekriegt. Weshalb ich jetzt mal auch irgendwie auch meine Sicht der Dinge an den Tag bringen möchte, um einfach um einfach falls immer noch irgendwie ähm, der geringste Zweifel, ich meine, ich bin auch ehrlich, ich glaube nicht, dass es noch nötig ist, noch groß was zu sagen, denn diese, in Anführungsstrichen, Schadensbegrenzung äh, hat, hat schon, hat, glaube ich, mehr Schaden angerichtet, weil jetzt natürlich ja. noch mehr Menschen und, ich, und ihr wisst, wie ich drauf bin. Ich bin eigentlich keiner der Menschen, der jemals in all den Jahren, in vier Jahren, jemals gedacht hat, das ist eine gute Idee, noch Dinge rauszuhauen, zu exposen oder was auch immer. Aber ich an, bin jetzt an einem Punkt, wo ich mir denke, immer noch, immer noch keine, so also kaum eine Einsicht und so andere, Wa ja, ich es halt nicht so richtig verstanden. Also wo, wo ist diese, diese Einsicht? die ich mir gewünscht hätte. Ich glaube, ich wiederhole mich. Ich habe das schon mal gesagt, aber ich finde es einfach so her herausstechend, dass es äh, besonders für den Bubble-Kampf, der normalerweise auf Twitch stattfindet und äh, im Influencer-Bereich stattfindet, ist es etwas, das ich hier noch mal erwähnen möchte. Den gibt es hier nicht. Es gibt kein, keine Front. Die Thematik Annie de fühlt sich ein bisschen an wie der Rückzug äh, westlicher Truppen in Afghanistan. Bruder, Kabul ist instant gefallen. Um den Vergleich mal irgendwie so zu bringen. Es ist einfach alles nieder. Also, es ist alles. Es hat sich alles in eine Richtung bewegt. Also, ohne irgendwie. Ich kann das nicht so. Also, es klingt es ist sehr hart, natürlich. Aber um das nochmal genauso hart auszudrücken, das ist alles in genau die gleiche Richtung geflogen. Und es gibt niemanden, der da steht und mit äh, Maukis Worten Schild und Schwert hochhält. Niemanden. Ich habe gesehen, das muss man sich mal vorstellen. Wisst ihr, was passieren muss, bis das passiert, was ich jetzt gleich hervorhebe? Ich habe ge gesehen, wie sich Kanalmoderatoren, wie Kanalmoderatoren öffentlich gekündigt haben. So als erstmal ist es immer merkwürdig für mich einen Twitch Mod zu sehen, der sagt, ich kündige, <laughs> weil ich natürlich ein anderes Verhältnis zu Twitch Moderatoren habe. Für mich sind das, also in der Kultur meines Twitch Kanals ist das ein bisschen was anderes, aber ich habe das gesehen und dachte mir, was hat da, denn, was ist da denn los? Und ich möchte behaupten, dass ich habe sowas noch nie erlebt. Noch nie. Bei dieser Debatte gibt es immer Leute, die versuchen ernsthaft Gegenrede zu leisten und oder Leute, die auf Trollbasis Gegenrede leist, äh, gegen leisten. Und ich glaube, dass sowohl das erste als auch das zweite nicht mal existiert. Dass ist heraus herausstechend. Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich damit meine. Ich hoffe, ihr versteht es. Aber ich habe sowas, ich hab sowas noch nicht gesehen. Also noch nie. Ich, so, ich möchte sagen, ich habe sowas noch nie gesehen. Und für den Fall, dass ihr irgendwelche Social-Media-Plattformen wie ehemals Twitter hinzuzieht, dann ist das eure Schuld und nicht die Tatsache, dass es sowas tatsächlich gibt. Denn wer auf Twitter irgendwas konsumiert und als Status oder irgendwie als Rahmenbedingungen und guck mal, da schreiben die das, das zählt nicht. Das zählt weder in die eine als in die andere Richtung. Was auf dieser Plattform geschrieben wird, ist grundsätzlich Trash. Löscht euren Account und hört endlich auf, das zu konsumieren. Das als kleines Statement dazu. Aber weiter erstmal hier zuhören. Ja? Die, diese ehrliche, dieser ehrliche Umgang mit. Es, haben, es ist so viel Schaden passiert auf dem Weg. Und ich habe selber ein Beispiel von Schaden, was in mir passiert ist, was ich jetzt nicht für so dramatisch halte. Aber nichtsdestotrotz wäre es einfach fair gewesen, als ein Mensch, der all das mitgekriegt hat, dass man nicht da sitzt und denkt, That's it? That's, that's all you gotta... Like, that, that's what, what you gotta, Like, was? I don't understand. I don't understand. Ich hatte sehr viel Hoffnung. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Hoffnung und äh, habe euch auch in einem letzten Stream gesagt, äh, ich lasse ihr diese Vor diesen Vortritt, weil ich muss nichts jetzt schon exposen. Vielleicht ist sie bereit, das alles irgendwie so ein bisschen... Damit so umzugehen, wie es für die Opfer am Ende des Tages äh, gerechtfertigt ist und fair ist, I figured out that is not what happened. Ich äh, war die ganze Zeit basically auch im, im Austausch mit Menschen, die, die darunter gelitten haben und das, das was dabei rumgekommen ist, es war keine, keine ehrliche, kein ehrlicher Umgang. Und Leute, Leute, Leute. Ich weiß, für den einen oder anderen ist es sehr, sehr hart, Englisch zu verstehen. Aber wenn ihr das nicht versteht, dann empfehle ich euch vielleicht jetzt noch einen kleinen Crash-Kurs, den ihr hier direkt wahrnehmen könnt. Weil das weniger Englisch, das hier gesprochen wird, auch wenn es in Vermischung mit Deutsch ist, das kriegt man hin. Alternativ einfach zwei, drei Papa-Platte-Streams gucken und dann hier zurückkommen. Man kann das ja dann auf YouTube nochmal nachgucken. Wir sind in 2024 nun wirklich an dem Punkt. Ich weiß, das ist hart für einige. Es ist wirklich hart für einige. Das muss man auch mal in so einem tiefdeutschen Stream, in so einer Allmann-Bubble eine wie hier sagen, weil ich, wenn ich englische Ang oder Anglizismen benutze, dann sind sie nur so selektiv, dass der eine oder andere sagt, ja, es ist mir vielleicht aufgefallen, aber ich habe mich dran gewöhnt. In 2024 wird Englisch und Deutsch ganz normal und viel vermischt. Ich weiß, es ist hart. Vielleicht auch nicht zu akzeptieren. Aber ihr müsst es. Ihr müsst es. Wenn ihr es nicht geschafft habt, das jetzt zu schaffen, dann ist das eure Herausforderung. Heute ist der Tag, an dem ihr es akzeptieren müsst und euch weniger darüber aufregt, um dann die Aufmerksamkeit von mir auf euch zu ziehen. Heute wollt ihr einfach meine Aufmerksamkeit nicht. Sage ich es mal so. Heute ist nicht der Tag für meine Aufmerksamkeit. Das ist auch kein Geheimnis, dass ich zum Stream gekommen bin, weil Anni gesagt, äh, weil, weil Anni gesagt hat, ey, fang mit dem Stream an. Oh mein Gott! Als Annie de Duck sagte, wegen mir sind alle aus, also aus meinen Freunden sind alle Geschäftsbeziehungen geworden, weil die haben ja dann meinen Erfolg gesehen und wollten dann irgendwie auch sowas. Holy Ist sie eine von den gemeinten Personen? Und, das, das, und dafür bin ich auf Ewigkeiten dankbar. Ohne dass ich das, was ich hier heute machen darf, damit habe ich gar nicht jemals in meinem Leben jemals. Ich wusste nicht, dass es so, wie es für mich Mickey gibt, für so viele Streamer da draußen ihren eigenen Mickey gibt. Und ich wusste nicht, dass der, äh, der hauptsächlich Anni heißt. Ich wusste nicht mal, was das ist. Ich kannte diese Szene nicht. Ich kannte überhaupt, ich wusste überhaupt nicht, was das hier alles sein soll. Also dieses, dieses Stream war für mich, sie kam in meinen Laden und ich hatte gar keine Ahnung, wer sie ist. Was, was, was denn für Streamer? Like, was machst du denn? Geil. Das ist richtig geil. Wer glaubst du, wer du bist? Was? <laughs> was machst du? Kann man das essen? Geile Reaktion. Finde ich grundsätzlich immer gut. Ich bin halt aber auch in, in, nicht in, in, diesem, in, dieser, in, diesen, in dieser Form halt auch groß geworden. Das sowas ist in meinem war, war in meinem Kosmos kein Ding. Sie hat mich basically überhaupt in diese, in diese ähm, Szene reingebracht und mir, mir geholfen, überhaupt solche Dinge zu machen und was, was wofür ich äh, mein Leben lang dankbar sein hätte, weil sonst hätte ich euch jetzt halt auch nicht. Und das muss man auch ganz äh, strikt voneinander ähm, halt auch differenziert betrachten. Es ist nicht so, als gäbe es keine, gar keine äh, wundervollen Eigenschaften, die, sie, die Anni hat. Like ich möchte ehrlich mit euch sein, An Anissa hat genug wunderbare Eigenschaften äh, dazu zählt, dass sie ja dass sie, äh, Menschen, mit denen sie kann, halt ja. auch unter Umständen solche Sachen hier ermöglicht, ja. Ich muss sagen, ich nehme das zur Kenntnis, ich bin aber ein bisschen vorbelastet jetzt. Ja, tut mir leid, vielleicht ist das noch nicht durchgekommen, aber mein Hang zur Abneigung und zur Unsympathie ist mit den, hat sich mit den Katzen sehr stark ausgeprägt. Allerdings nur bis zu einem Grad, wo sie nicht geschädigt werden könnte. Wo sie auch nur so ansatzweise, ich, einfach nur als Beispiel, ich möchte jetzt nicht so ultra aus, aus, ich möchte, dass das nicht so ultra ausartet, weil mich das hat, mich hat das richtig gepiesackt, dieses letzte Statement, dieses, meine Freunde wollen alle nur basically sich an mir hochziehen. Ja, das ist das, was ich gerade zusammengesetzt habe, Chat. Als sie gesagt hat, ja, Anni hat mir geholfen, irgendwie mit dem Stream anzufangen. Und sie das erwähnt hat, dachte ich okay, damit ist also sie gemeint oder eine der Personen, die gemeint ist, ist sie, denn sie hat das ja auch ausformuliert. Ja, also meine Freunde haben ja auch von mir irgendwie gelernt zu streamen, also nicht gelernt, aber in diesem Sinne, ja. Ich wurde in diese Szene gebracht ja. und ich bin sehr wohl der Meinung, dass ja. man auf jeden Fall in der Lage sein kann, in dieser Szene Freundschaften ähm, aufrechtzuerhalten ohne dieses Machtgefälle, ohne die, eine Art von, es geht nur um Zuschauerzahlen oder äh, dieses, dieses toxische, hm. sich miteinander vergleichen, hm. werde ich nie vergessen. Ein kleines Beispiel: Ich habe das erste Mal wurde ich eingeladen, um on-stream zu singen. Kein Geheimnis, ich bin Sängerin. Ich, äh okay, wusste ich nicht, ist doch ein Geheimnis gewesen. Also für mich zumindest, I'm sorry. Okay, weißt du, wieder so ein Ding: Kommst du in meine Bubble, denkst du bist Sängerin und ich so, hä? Was ist das? I don't know. Ich habe den Punkt gar nicht gesehen. Wenn ich eingeladen werde für das, was ich am besten kann. Ich, ich als Sängerin sollte ja, das war ja der Ursprungsgedanke. Iva, fang an mit Gesang auf Twitch, mm. dass ich zu Anisa in den Stream komme. Sie ist letztes Jahr auf dem Wacken aufgetreten. Say what? Auf Wacken! Krass. Hör ich mir danach mal an. Das klingt krass. Aber Wacken ist auf jeden Fall schon krass um dann mit ihr Karaoke zu singen. Sie aber damit komplett untergrabe, weil ich eine Sängerin bin. Man braucht doch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich habe ja nicht erwartet, dass, dass, dass das jetzt dieser, dieser Krankeste, ähm, dass, dass wir jetzt noch verschiedene Stimmen... Ihr wisst, was ich meine. Like that, that, that was not even the point. Das war zwei, zwei Freunde singen jetzt gegen Karaoke. Damit der Stream basic... Und, und on stream habe ich schon immer wieder gemerkt, oh oh, Iva, oh oh, oh oh. Das gefällt ja nicht. Der, der <laughs> oh Sch Oh oh, oh oh, ich singe zu gut. Oh Sch <laughs> Oh mein Gott. Imagine, du musst, das ist unvorstellbar. Stell dir vor, du operierst so. Du lädst jemanden ein zu einem Karaoke-Event und du musst dir Gedanken darüber machen? Holy shit, die haben alle, also die klingen alle wie, also wirklich, Bruder, das, die klingen alle wie die klingen alle wie Gildehorn. Ich meine, ist ganz nice, wenn du ein lustiges Thema hast. Gilde hat euch lieb. Wirklich, ist nice, aber die klingen alle wie Gildehorn. Und du kommst rein, einfach wirklich so auf Chorebene, Wirklich auf, auf ausstudierter. Musikebene rein und muss einfach gegen Gildehorn Horn singen machen. <laughs> oh. Ah. Oh damn. Das ist ja hart. Der Fakt, dass ich gerade überhaupt singe und ich muss nicht tryharden, um ihr wisst, dass ich nicht tryharde. Wenn immer ich mit anderen singe, vielleicht auch deswegen, vielleicht auch deswegen, ich komme mal zum Punkt. Basically habe ich schon während des Streams gemerkt, oh. Oh Scheiße, Sch ich singe so gut. Das gefällt Annie de Duck nicht. Deine Skills sind offensichtlich nicht, hier, nicht angebracht hier. Hat <lacht> 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 oh Gott, Alter. Oh, ist das angemessen, jetzt nachträglich nochmal den Stream zu gucken, in dem das passiert ist und diesen Moment versuchen aufzusaugen? Weißt du, Annie de Duck. Also, ist ja nicht schlimm. Ich kann auch nicht singen, Digga. Darum habe ich mich für Sprachgesang entschieden. Weil muss man nicht singen. Kann man einfach so tun, als könnte man singen. Und dann geht man da rein und dann sieht man so ein bisschen so den, Sa den, den Traum davon. Weißt du, je mehr ich das sehe, desto mehr glaube ich, dass ich Annie de Duck gewünscht hätte, eine Mary Sue zu sein. Weißt du? Ich habe die Dokumentation gesehen. Ich habe ja in den letzten drei Tagen, in denen wir uns die Sachen angeguckt haben, ja, das läuft erst seit drei Tagen. Wenn man den YouTube-Kanal verfolgt, könnte man meinen, dass ich seit zwei Wochen in dieser Blase drin bin, aber bin ich nicht. Ich glaube, mir anmaßen zu können, die Einschätzung jetzt einfach auch zu teilen, ich, ich denke, die könnte, das ist, eine, das ist so der Wunsch nach dem Mary Sue. Für den Fall, dass ihr nicht wisst, Mary Sue ist der umgangssprachliche Begriff dafür, dass man alles sofort kann. Im Film wird das benutzt, beispielsweise bei, bei Filmen, bei den Hauptdarstellerinnen einfach sofort alle Befähigungen bekommen, ohne dafür eine, ein Plot zu haben, um das irgendwie, sich diese Fähigkeiten zu ereignen. Das wird in vielerlei Bereichen immer mal angesprochen. Also so ein Naturtalent, so ein Miss Perfect-mäßig, das ist so der, der neuzeitige Begriff dazu ist, so Mary Sue. Ist das eine Mary Sue? Und man könnte jetzt die Argumentation machen, dass das Annie the Duck in dem Moment, der hier beschrieben wird, festgestellt hat: dass Ich bin keine Mary Sue. Und da muss ich sagen, das ist schon, das ist schon wild, das ist wirklich wild. Hm, 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 hm. Kannst ähm, von von Sticheleien kleinster Art so ja muss natürlich jetzt übertreiben oder äh, ja äh, muss also diese Overperformance, Bla-Bla-Bla und like literally ist das mein, mein Ding, ja. Yeah? That's what I've Main Character Syndrom könnte man auch sagen. Klassisches Main Character Syndrom. Ach du meine Güte. Und der Stream ist aus und dann so ja mit dir zu singen macht gar keinen Spaß. Also ich stream nie wieder gesang mit dir. <lacht> <lacht> Hättest du nicht schlechter singen können als ich, Ach man, ey. Was <laughs> Alter, ist die zwölf Jahre alt. Ist die zwölf? Ist die Frage. Das ist ja unvorstellbar. Alright. Okay. Like. Ich wusste nicht, dass ich meine Skills runterfahren muss, damit dein Ego basically nicht gefüllt wird. Das ist die Erwartungshaltung. Das ist die Erwartungshaltung. Das ist die Erwartungshaltung. Genau das ist es. Also, wenn du zu mir kommst, ja, dann verhalte ich zumindest so, dass ich immer besser dastehe als du. Holy shit. Das ist ja wie in so einer amerikanischen American Pie Situation so. Das ist die klassische toxische Darstellung von diesen White American Girls. Und das in Filmen, die schon alt sind, wie Leute, die heutzutage englischsprachige Tänze auf TikTok machen. Dieses High School Queen shit. Oh Mann, das gibt's ja gar nicht. Das erinnert mich an ein College, wo eine Cheerleaderin in der Umkleidekabine mit ihren Freundinnen eine der anderen Mädchen mobbt. Und mit dem Mindset. Also das ist ja fucking irre. Und das sagt die gegenüber einer offensichtlich professionellen Sängerin, die, die in keiner Art und Weise vorhat, irgendjemanden unterzubuttern, aber eben eine professionelle Sängerin ist. Weißt du, was das Geile ist? Ey, ich muss weitermachen. Digga, ich bin noch nicht... Ey, ich, es tut mir leid, dass ich so viel quatsche und hier irgendwie dazwischen mache, aber meine Einschätzungen dazu fließen mir gerade auch durch den Kopf. Weißt du, was das Geile ist? Die Wahrscheinlichkeit, dass du auf Twitch... Und es tut mir leid, dass ich das jetzt sage, aber das wird den einen oder anderen, trotzdem, wird, das wird den einen oder anderen jetzt wirklich noch Distrackt hinterhergeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass du auf Twitch jemanden triffst, der tatsächlich Talent hat, ist auch nicht so groß. Deswegen kann ich fast verstehen, dass Annie, Mary Sudak gedacht hat, sie hat mal wieder jemanden vor sich, bei dem sie besser aussehen kann. Ah, ah, ah. Didn't happen. Hast suddenly jemanden vor dir sitzen, der tatsächlich Talent hat. Und auf einmal... Oh, ist das unangenehm. Boah, wenn ich das mal... Boah. Hier schreibt jemand richtig. Stell dir vor, du bist Schreiner und ein Kumpel lädt dich ein, einen Stuhl zu bauen, während er auch einen baut. Und dann beleidigt er dich, weil deiner besser aussieht. Bro, das ist die, das ist die Energy, von der wir hier reden. Das ist die Energy. Stell dir vor, du lädst dir irgendjemand zu Hause ein, damit er dir irgendwas Handwerkliches hilft und dann gehst du gottlos auf Mutter, weil das gut aussieht. <laughs> Aber nur, nachdem die Kamera aus ist. Damit du dein Image wahren kannst. Es ist ja irre. Alter. What? Ich fass es nicht. Ist das dämlich? Like, what's the point? Yeah. Like, entweder wird das hier so ein. Ich möchte, dass, dass meine Community deine Skills kennt oder, oder seitdem, seitdem, ich habe mich so schlecht gefühlt. Nach diesem Stream habe ich hab mich so schlecht gefühlt. Und ich will nicht sagen, dass sie, dass sie nicht der Meinung ist, dass ich gut singen kann oder dass ich weiß, dass sie der Meinung ist, ist, dass ich das gut kann. Aber in etwas besser zu sein als sie geht halt nicht. Das darf ich doch nicht zeigen so. Oh, boah, das ist ja, wie würden die jungen Leute heute sagen, Giga Cringe. Das ist ja giga cringe. Vor allem nicht im direkten Vergleich. Wie, was fällt dir ein, dass, dass, dass du dann so kannst du nicht so dir ein bisschen Mühe geben, mich nicht so schlecht dastehen zu lassen? Es ist halt ein, ein Grundgedanke, der, der innerhalb einer Freundschaft gar nichts zu suchen hat, war ich der Meinung. Da war ich schon so, okay. Seitdem bin ich nicht mehr in der Lage, Karaoke mit Freunden zu singen. Das geht nicht. Jeder, der mit mir schon mal gesungen hat, weiß, dass ich. Und ob es ob, ihr habt das mehrfach auf der Bühne erlebt, ihr habt das mehrfach, also meine Freunde selber, ich habe eben noch mit meinen Freunden hier darüber geredet, ist es ist unmöglich für mich, normal Karaoke mit Menschen zu singen, weil ich jetzt immer das Gefühl habe, ich overperforme. Oh, ist das lame. Oh, ist das lame. Und würde dann Leute einschüchtern. Oh, fuck. Ist das lame. Ist doch einfach lame. Weißt du, das ist nichts. Das ist lame, bro. Literally ist das mein Job. Like, ich, ich verdiene mit Musik meinen mein fucking Lebensunterhalt. Und ich darf aber unter Freunden auf keinen Fall overperformen. Auf das erinnert mich sehr stark an die Situation mit Gnu. Es erinnert mich fast verdächtig stark an die Situation mit Gnu. Gnu macht was mit einem Fotografen. Anni direkt Konkurrenzgedanke, die macht das, was mir das Lebensunterhalt wegnehmen könnte, sofort rausmobben. Anderes Szenario, bloß eben mit Gesang. Wie hast warum hast du mich so schlecht dastehen lassen? Weißt du nicht, was das hier ist? Digga, was, was redest du? Was du redest? Imagine, was genug für Cosplays machen muss, wenn sich Anni de Duck davon bedroht fühlt. Digga. Oh, ist das unangenehm? Ist das alles unangenehm? Ich möchte mir die Haut von meinen Armen kratzen. So unangenehm ist das, weißt du? Du sitzt hier und denkst die ganze Zeit: Ah, warum? Oh no! Auf keinen Fall darf ich zeigen, was ich kann, weil wenn ich zeige, was ich kann, dann ist, könnte das äh, die Gefühle der Menschen verletzen oder meine Freunde könnten sich dann intimidated fühlen oder sowas. Das ist das, was ich mich, worüber, das ist so ein Beispiel, wo ich mich halt darüber ab dass das dann plötzlich so dargestellt wird, wie ja, meine Freunde wollen halt nur mein, meine Reichweite. Und Jetzt erinnere ich mich da, ich habe damals, als ich das Gandalf-Cosplay gemacht habe in meinem Gollum-Placement, ich habe auch eine Sprachnachricht bekommen, aber ich habe die nicht angehört. Bruder, und das war auch ein wildes Cosplay. Ja, ich habe ein Gandalf-Cosplay gemacht. Ich weiß nicht, ob das, warte, was ist auf YouTube doch. Ja, ich habe hier so ein Gandalf-Cosplay gehabt. Frodo? Das war gut. Frodo, bist du hier? Frodo? Das ist gut, was ich dir gegeben habe, Frodo. Fro... <laughs> oh. Hier bin ich leider in den... Hier bin ich leider in, in, den, in den Raum... In die, ...in die große Halle reingelaufen. Oh. Falsches... ...Franchise. Ja. Danach habe ich, ich saß, wie es ist. Danach habe ich, hab ich aber auch eine Sprache bekommen. Bruder, die muss, die muss saftig gewesen sein, sag ich wie es ist, Digga. Weil diesen Spruch habe ich auch schon gehört. Und das war, als wir in Berlin eine wirklich beschissene Zeit hatten. Ich, von dieser Zeit, von der sie gesprochen hat. Und das ist kein Geheimnis. Das sind alles Sachen, die ich. Äh, Remi, Schatz, du warst mit mir beim Karaoke. Du warst mit mir beim Karaoke. You know exactly what I'm saying. Ich gebe das Mikrofon grundsätzlich immer ab, Digga. Ich bin so. Nee, ich habe keinen Bock. Also es war auch auf dieser, auf der Samsung Bühne. Da hat, hat Vivian auch gesagt, Iva, warum hast du nicht gesungen? Ich sag, ich stehe gerade mit großen Influencern auf einer Bühne. Ich wurde nur basically mehr oder weniger so mit auf die Bühne genommen. Da fange ich doch nicht an, uh, freaking uh, Skills raushängen zu lassen. Oh, ist das schade. Denn es ist so wichtig in Gegenwart von Streamerinnen, Influencern jeglicher Form Skills raushängen zu lassen. Es ist wichtig, um die ein bisschen zu erden. Ich will die Show nicht von irgendjemandem stehlen. Schon mal gar nicht von großen Influencern. Imagine, ich würde mit meinen Skills irgendeinem großen Influencer nochmal ans Bein pissen. Ich oh, ist das schade. Digga, ey, die Szene ist so eine Scheiße, Alter. Ich, man soll das natürlich nicht generalisieren. Irgendwie soll man es nicht. Aber ich, ich, wünschte, ich wünschte, ich könnte euch Erfahrungen von mir teilen. Oder erstmal möchte ich sagen, ich wünschte, ich könnte euch Erfahrungen von mir teilen, die das Ganze bestätigen würden, dass nicht alle so sind. Ey, kann ich aber nicht. Ich möchte aber einen Kommentar hervorheben. Du Drecksau, möchte ich vorher sagen, bevor ich den Kommentar hervorhebe. Der schreibt: Danke, dass du deine Skills nie raushängen lässt. Bro, wirklich? War das jetzt notwendig? Ist das gerade notwendig gewesen, ist die Frage. Man muss sich immer runterschrauben, um bloß keinen anderen irgendwie auf, auf die Füße zu treten. Und das ist etwas, das, das, wenn ich jetzt darüber nachdenke, tut das übelst weh, weil bloß nicht, bloß immer klein genug halten, damit. Oh, das ist so lame. sich bloß keiner von deinen Skills äh, untergraben fühlen könnte. Und dass du besser warst. Das ist jetzt ein kleines Beispiel von Menschen. Und das ist. Äh, da war ich so, ja, okay, ich muss halt nicht, nicht mehr so. Ne? Das sind so Sachen, die, die sind dann so, ja, schade, aber ist dann halt jetzt so. Null, das war unter der Gürtellinie nicht, dass Stay aufhört zu streamen, weil wir ihn zu sehr erden. Weil ihr mich zu sehr erdet? <laughs> Digga, ich lebe in einem Berg. Ich bin förmlich eins mit dem Gestein. Was zur Hölle willst du mich erden? <laughs> aber unnötig. Komplett unnötig. Und ähm, worauf ich hinaus wollte war, wo waren wir gerade? Ah, in Berlin. Ähm, Remi und du warst in der Zeit. Äh, haben, du warst der einzige Mensch, mit dem ich mich dann in Berlin getroffen habe in dieser absolut bestimmten Zeit. Und du weißt das, weil ich habe halt diese, in dieser ganzen Zeit. Ich merke, ich, ich lebe sieben Jahre in Berlin. Ich habe sieben Jahre da gelebt, habe meinen kompletten Freundeskreis etc. etc. in dieser Stadt. Ich bin halt nach Berlin gekommen, um mit dieser äh, Terrasse da zu helfen. Und da, alles, was dabei rumkam, war ein absoluter Psychoterror. Und das ist kein Geheimnis, das habe ich alles schon, schon damals vor, unter Tränen, als, also am letzten Tag, als ich dann gegangen bin, habe ich unter Tränen gesagt, das war eine so schlimme Woche, das war so schrecklich. Alles an dieser Woche war so furchtbar, dass ich sogar, obwohl ich nicht Raucherin war, mir in Berlin meine ersten nach Jahren die erste Zigarettenpackung wieder gekauft habe, um natürlich festzustellen, dass ich es ekelhaft finde. Aber. <laughs> ja, sehr gut. Der, das war so ein, eine beschissene Woche zu so diesem Terrassenkack, äh, dass, dass, ich, dass ich nervlich komplett am Ende war. Jen, jeden Tag. Dachte so, ja, wir machen irgendwas Schönes miteinander. Irgendwas, irgendwas. Ich bin noch nicht hergekommen, um ja als äh, für irgendein so YouTube-Video. Das war gar nicht, wie man mir das verkauft hat. Ich bin nicht hingegangen, äh, um, um bei einem YouTube-Video. Ich, ich dachte, ich könnte mit meinen fucking Skills, weil ich Handwerkerin bin, da irgendwie voll was reißen. Das ist mein fucking Ding. Dem war nicht so. Das war ein absoluter Albtraum. Albtraum-Tour, Albtraum, Albtraum aber das habe ich mit ihr auch alles schon besprochen. Es ist kein Geheimnis. I don't even fucking care. Das war absolut furchtbar diese Woche. Und äh, ich habe es nicht geschafft, weil ich die ganze Zeit in der Hoffnung war, wir machen doch noch was Schönes miteinander. Wir sind doch hier, weil wir Freunde sind und einander helfen. Du möchtest hier deine Sch äh, äh, Terrasse da ähm, carryen. Ja, kein Problem. Wir machen das jetzt. Und am Ende. Und dann, keine Ahnung, weil ich so nicht funktioniere. Wir, wir, meine Freunde kommen hierher, selbst wenn wir miteinander streamen, haben wir doch eine schöne Zeit irgendwie. es war ein Albtraum. Und da habe ich die ganze Zeit darauf gewartet. So wann ist dieser Moment, wo man auch mal eine schöne Zeit miteinander hat? Boah. Und die kam nicht, und sie kam nicht, und sie kam nicht, und sie kam nicht. Irgendwann kam Toni noch dazu. Da weiß ja, gut, die beiden sind halt auch frisch verliebt und sowas. Lass die in Ruhe, Iva, lass die in Ruhe. Und wir haben kein normales Wort miteinander gewechselt. Literally haben wir den ganzen Tag, waren wir da, aber keiner hat mal irgendwie auch nur so ein, wollen wir auch mal was Schönes miteinander machen? Oder oh, bin ich... oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist aber auch schon ziemlich bezeichnend, dass man da reingeht und sagt, wollen wir auch mal was Schönes miteinander machen? Bruder, was? Was? Ich, Alter, was? Nicht wirklich wegen einem fucking YouTube-Video hier. Der, was mich null juckt, weil nee, du kannst halt jetzt auch nicht das machen, wofür du eigentlich da bist, weil das muss ja, das, da muss ja eine Kamera drauf gehalten werden. Ich war so, Bruder, ernst, dann, dann, dann lass uns doch, dann, dann film doch jetzt mal kurz hier und dann man muss doch nicht alles davon filmen, weil wir kommen hier sonst nie weiter. Also ich bin ja hier, weil ich Handwerkerin bin. Like what's the point? Dann Remi habe ich einmal einmal gesehen, weil ich, weil ich war fed up, ich hatte keinen Bock mehr, ich war so, ich habe sieben Jahre in dieser Stadt gelebt und ich habe es nicht geschafft, mich von dieser Gruppe zu lösen. Lieber an die Gruppe, ganz ehrlich, das waren alles, wir waren verlorene Seelen, was soll ich sagen. Alle, alle, keinen ging es wirklich gut, daher ist es egal, es will auch niemanden da, da konnte keiner was für, dass das so eine beschissene Zeit war. Von, von Unordnung bis Pitze in jeder fucking Ecke ist egal. Holy. It. Aber ähm, nichtsdestotrotz ich, bin ich in ein Gespräch gegangen, habe gesagt, ey, das war eine unfassbar furchtbare Woche. Ich unter Tränen. Ich saß dann, war so, das, was ich die letzten paar Tage hier erlebt habe, war so furchtbar, dass, dass ich richtig, ich bin richtig entsetzt und traurig, dass ich hier hier war. Und dass ich das Gefühl habe, wir haben nicht einmal was Schönes miteinander gemacht. Nicht einmal haben wir gemeinsam gelacht, wo nicht die Kamera drauf gezeigt hat. Nicht einmal hatten wir auch eine, Aus, so, eine so eine Zeit, wie wir halt auch hatten, als Corona war. Ich habe sehr viel Zeit, haben, wir haben voll die schöne Zeit so off-Camera gehabt. Ich will gar nicht so tun, als wäre das nicht der Fall gewesen. Nichtsdestotrotz. Gibt es Dinge? Ähm, und und ja, ich komme jetzt zum Punkt. Und das war das erste Mal, dass sie, dass sie sich dann bei mir basically entschuldigt hat. Nein, das äh, 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 weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie, hat sie sich äh, meines Erachtens aufrichtig entschuldigt und gesagt, es tut mir leid, dass du... Dass du ähm, es tut mir leid, dass du dich so fühlst. Dass du hier so eine bestimmte Zeit hattest. Ich habe hm. hab nur nicht gemerkt, dass du meinetwegen hier bist. Normalerweise ähm, treffen sich meine Freundinnen mit mir nur, um, um Content basic, basically mit mir zu machen, für, für die YouTube-Klicks und so. Und so. Und dann habe ich unter Tränen gesagt, das ist das Traurigste, was ich je gehört habe. Bruder. Boah, ich weiß nicht, ob man das Argument machen könnte. Es ist keine Entschuldigung. Ist es ganz und gar nicht. Aber ich weiß nicht, ob man das Argument machen könnte, dass das System, so wie Influencer auf YouTube klassisch funktionieren, schon ein ziemlicher Katalysator ist, sich so eine... Persönlichkeit, dass sich so eine Persönlichkeit entwickelt, wenn ihr versteht, was ich meine. Natürlich ist ein Indikator sofort Geld. Ne? Menschen, die Geld haben auf einmal und vielleicht auch Reichweite haben, dass dann sich sowas herausbildet, das ist, eine, das ist eine Sache, die ist selbstverständlich. Ich denke, das müssen wir auch nicht mehr erklären, aber wenn man sowas hört, boah, das hat er ganz schön getroffen gerade, Alter. Bruder, äh, zieh dir das mal rein, wie das gerade gehittet hat. Ich habe nur nicht gemerkt, dass du meinetwegen hier bist normalerweise ähm, treffen sich meine Freundinnen mit mir nur, um, um uh, Content basically mit mir zu machen, für, für die YouTube-Klicks und so. Und dann habe ich unter Tränen gesagt, das ist das Traurigste, was ich je gehört habe. Oh, ah. Das ist literally das Traurigste, was ich je gehört habe. Ja, das ist wirklich hart. Also es ist wirklich bescheuert, das. Also es ist einfach die Situation, es ist einfach krass. Und das tat mir dann halt leid. Und daraufhin habe ich sie umarmt und war so es tut mir so leid. Ich glaube das nicht, dass irgend da oben irgendeiner sitzt, der der nur darauf aus ist in diesen beschissenen YouTube Videos mit ihr rumzuhängen, aber Oh, weißt du was? Das klingt schon, weißt du, es tut mir leid, dass ich das auch mal anziehen muss. aber das klingt schon wieder nach so einer Manipulation. Ah, wenn wir ah es besteht die Möglichkeit, dass das natürlich eine Wahrheit, es eine Wahrheit ist, ja. Es besteht die Möglichkeit. Ich will das hinzufügen. Es besteht die Möglichkeit, dass das normal ist. Es besteht aber auch echt die Möglichkeit, dass es hart manipulativ ist, Es ist das Traurigste, was ich je gehört habe, dass jemand so wirklich davon überzeugt ist. Ich weiß nicht, ob das selber ist. Ein das weiß ich jetzt nicht. Ob das, ob, vielleicht glaubt sie das wirklich. Und wenn, dann tut es mir noch viel doller leid. Wenn es nicht nur so ein Manipulationsschuss ist, dann tut es mir noch so noch so richtig besonders leid, dass, sie, dass man Freunde von seinen Freunden nur ausgeht, mhm. nur davon ausgeht, dass sie mit einem rumhängen. Ähm, obwohl das einfach überhaupt nicht der Fall ist. Mhm. Jeder, der oben saß, äh, war nicht ansatzweise da wegen dem, wegen dem YouTube-Video. Na, dann ist es doch Manipulation. Ja. Untereinander ja auch irgendwie Spaß im möglichen Rahmen. Aber das ist halt so eine, so eine tense Stimmung, weil wann kommt Anni denn jetzt aus dem Zimmer raus und will weiterdrehen? Jetzt müssen wir noch mal ein paar Stunden warten, weil Anni ist noch gerade, die braucht einen Nap oder was auch immer sie braucht. <laughs> wann kommt Anni aus dem Zimmer raus? Sie braucht einen Nap. Egal. Annie de Duck verhält sich wie meine Hunde, aber lasst mich erstmal ausreden. Theoretisch bin ich fun ich genauso. Boah, wann sind die denn jetzt fertig mit Schlafen? Wollen die, wann, wann wollen die was essen? Wann wollen die rausgehen? Oh. Dann wartet man wieder auf eure Majestät. Wirklich, ey, bei den Doggos fühle ich mich auch wieder, wie, wie der Pöbel vom Landvogt, Alter. Naja, <laughs> habe ich mir ausgesucht. Braucht oh, und. Nee, jetzt äh, können wir auch nicht weiterdrehen, weil ähm, sie ist noch nicht wach. Seid mal bitte alle um, um, um 10 Uhr morgens hier. Aber Anni wacht dann erst um 13 Uhr auf. Oh. Das, ist halt so der, das ist sowieso Klassik, aber ist egal. Um Unpünktlichkeit brauchen wir nicht reden. Da, so ist man. Aber es ist, geht mehr um dieses, dieses Ding, von äh, deine Zeit ist einfach nicht so wichtig wie meine Zeit. Das, das war auch als Friseurin so. Äh, ich darf auch einfach mal drei, vier Stunden später kommen weil ach, ich habe falsch verschlafen ich, hab ich muss noch ein Video aufnehmen vorher dann muss ich damit halt ähm, oder ich also ich hoffe ihr seid auch so ich, ich kann aber verstehen wenn ihr nicht so seid eine Sache die in meiner Erziehung sich so nachhaltig in meinen Verstand gebracht hat ist wenn du nicht pünktlich bist, ist das respektlos gegenüber der Person, die deine Zeit, die ihre Zeit verständet, weil sie auf dich warten muss? I'm sorry, ich operiere so nicht. Ich kann so gar nicht operieren. Wenn ich ein, wenn ich weiß, dass ich irgendwo irgendwas habe, Bruno, dann kriege ich krieg richtige Zwangsneurosen, wenn ich weiß, dass ich zu spät komme. Ich, also das kann ich, ich kann nicht. Es geht nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. So, wenn etwas von mir sagt im Herzen Deutsch, dann das. Also, das ist wirklich, also, das ist, wenn ich sowas höre, wenn ich sowas höre, wenn ich höre, ja, ist halt zwei, drei Stunden zu spät gekommen, Digga, dann hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Und ich meine das nicht belehrend, sondern in meiner Wahrnehmung und hätte gesagt, willst du mich verarten? Es gibt keinen größeren Disrespekt einer Person gegenüber, als die Zeit nicht wertzuschätzen. Denn, das kannst du halt weglachen, wenn du jung bist. Das kannst du vielleicht auch weglachen in einer Zeit, in der du glaubst, dass du eine Menge davon hast, aber irgendwann ist Zeit so wertvoll, dass sie also das ist äh nope. Nope. Not gonna happen, Alter. Not gonna happen. Das ist zu wertvoll. Zeit ist zu wertvoll. Ich geb's einfach mal, ich geb's einfach mal, ich wirklich, ich geb's einfach mal mit für euch. Nicht nur, dass ihr so operieren solltet, wenn ihr mit jemandem irgendwie Termine verabredet, sondern ihr solltet auch so operieren, wenn ihr auf der Geber- und auf der Nehmerseite. Ne? Also, wenn jemand bei euch vorbeikommen soll, dann sollte er sich so verhalten. Und wenn ihr derjenige seid, der zu irgendwem hingeht und pünktlich da sein muss, dann solltet ihr euch so verhalten. Das ist einfach ein. Ich. Nur dann funktioniert das Universum bei mir. Und vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dass ich wirklich nicht gut umgehen kann mit vereinbarten Aussagen, die dann abgesagt werde, werden. Besonders, wenn es irgendwie. Eher so, naja, haben wir halt reingeschissen, war Lol XD, Ey, kann ich nicht mit gut umgehen. Kann ich nicht gut umgehen mit. Da gehe ich gottlos auf Mutter bei. Wirklich. Da bin ich nicht, da so, kann ich nicht, geht nicht. Ja? Funktioniert nicht. Ist vielleicht jetzt nicht die die vielleicht, keine Ahnung, soll jemand anders die Eigenschaft einschätzen. Aber da <laughs> muss ich halt damit leben. Das oh, ist das wild, das ist wild. Dass, dass ich in der Zeit weder Geld verdienen kann, obwohl das mein meine, meine einziger Weg ist, Geld zu verdienen. Ähm, ja, sorry, ich habe halt verschlafen. So, okay, ich kann dich leider heute nicht mehr dran nehmen, weil ich habe hab nur so und so viel Zeit für dich eingeplant. Aber das ist halt wirklich wichtig, dass ich jetzt ähm, da, ich habe ein Video drehe und kannst du das noch nach Feierabend machen? Und, äh. oh. Oh. Ach, Mann. und ich bin halt auch ein Mensch, der super schwer Nein sagen kann und das ist auch kein Geheimnis. Das habe ich auch sehr häufig auch schon oh. klar formuliert. Das fällt mir halt auch so schwer. Und jetzt dann als jemand, der nicht so gut Nein sagen kann und das auch offensichtlich ist, weil Menschen, die, die so, so eine Art von Umgang praktizieren, wissen, wenn man nicht gut in der Lage ist, Ja oder Nein, also wirklich vor allen Dingen Nein zu sagen, dass man dann doch mit einem noch, noch viel vorsichtigeren Umgang halt Genau, you know I mean? das ist. Da muss man dann nicht so dieses Ja, aber du kannst halt nicht Nein sagen. Hast halt Pech gehabt. Das hat. Oh, oh. oh mein Gott! Oh mein Gott, Bro! Oder die behandelt die Leute um sich rum wie Einweg-Taschentücher. Das ist ja insane! Wie zur Hölle hat das so lange gedauert, dass das alle mit? Also mich gestern sehr, sehr, sehr verletzt, weil ich mich selber auch in diesem in diesem Umgang wiedererkannt habe und dachte, so, boah, ausgerechnet, ich muss das hören, dieses Ja, konnte halt nicht Nein sagen. Also, das ist vielleicht nicht die, 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 die Quintessenz von dem, ich das ist jetzt kein Zitat, das ist mir auch bewusst, aber nichtsdestotrotz Menschen, die nicht gut Nein sagen können und das auch ganz klar formulieren, dass das so ist, dass, das, dass man Schwierigkeiten hat, weil offen, ähm, ich, es gab Zeiten in, in, in der Freundschaft, da hatte ich, da hatte ich eine Beziehung und äh, hab, wie häufig habe ich, hab ich zu, zu Terminen Ja gesagt, obwohl ich Dates hatte und oder mich, mich getroffen hätte? Und dann weißt du, ja, nee, aber, aber Annie hat was Wichtiges. Und es war so, boah, was? Okay, wie wichtig kann das sein? Ich sag, was sollte ich sagen? Das, das, man wird halt so schnell ersetzt, wenn man jetzt. Genau, you know, Das ist halt dummer, dummer, dummer. Das sind dumme Gedanken und dafür kann ich... Der freie Markt. Das sind freie Marktgedanken. Der Influencer ersetzt dich, wenn du nicht machst, was er sagt. Der Arbeitgeber ist derselbe. Du unterliegst dem freien Markt. Oh, halbe District, den ich mache jetzt hier. Ich kann niemanden verantwortlich machen außer Freie Marktwirtschaft. für mich selber. Aber es ist halt trotzdem ein, ein Gefälle, der, was schwer zu erklären ist. Es ist eine komische Dynamik, egal. Und ähm, ich wollte noch äh, darauf hinaus, dass ich... Ich, ich habe hat damals von die, die das Gespräch mitgekriegt als ein bisschen gerantet wo ich weiß es da, wenn man wenn man befreundet ist dann, dann sollte man halt auch äh, sich ein bisschen wenden dürfen und ranten dürfen äh, ohne dass man dann halt ein Fass aufmacht aber so wahnsinnig äh, friedlich war dieses diese konstruktive Kritik äh, an Gnu äh, nicht aber das muss ich lasse ich jetzt einfach so stehen oh da es jetzt um den äh Business Call? Jetzt komme ich zu einem Punkt, der, der, das ist, ich habe lange darüber nachgedacht, ob es überhaupt nötig ist, darüber zu reden, aber ich habe auch mit Toni geredet und habe gesagt, ey, ich war eigentlich nie bereit, über all das so, so richtig zu reden und ich weiß noch nicht, was noch nötig ist zu sagen, weil eigentlich ist es nicht nötig, noch irgendwie Salz da reinzubappen, aber ich habe euch auch gesagt, dass ich halt keine harten Stories hatte um zu sagen, ja, boah, ich bin jetzt so übelst geschädigt, äh, weil, weil das ist, ich brauche hier nicht rumlügen, ich brauche nicht zu dramatisieren. Ähm, ich möchte nur nicht, dass alles so legitimiert wird mit, ja... Äh kannst halt, Wenn du nicht Nein sagen kannst, dann wirst du halt von mir komplett auseinandergenommen, weil wenn du nicht Nein sagen kannst oder, oder meine Freunde, die wollen halt alle, ist es halt nicht möglich, in dem Business Freundschaften zu führen, wenn man äh, nicht, man kann halt nicht auf Augenhöhe, man kann immer auf Augenhöhe und das ist etwas, das ist äh, ein, ein sehr persönliches, ein persönlicher Umgang. Ich weiß nicht, ob irgendein Influencer da draußen, egal, ich meine, ich bin kein großer Influencer, ich bin auch kein großer Streamer. Wenn irgendeiner da draußen jemals von mir, egal mit wie viel Viewern, also ich habe, glaube ich, noch nie jemanden gefragt, wie viel Viewer hast du, aber... Dann bist du kein echter Influencer. <laughs> oh, Bruder. Oh, scheiße, Chat, wir leben einfach in einer Simulation, Digga. Ah. Stay, wie viele Viewer hast du? Das brauche ich dir nicht sagen, Lein. Alles, was du über 10 rauskommt mit den Zahlen, kannst du nicht umgehen. Die Influencer-Scheiße hat sich so wild entwickelt. Die hat sich so wild entwickelt, wenn man darüber nachdenkt, dass wir 2014 über Leute gelacht haben, die auf der und ich habe sie, ich habe die Karten selber gesehen, ich habe sie auch in die Hand gedrückt bekommen. Wenn wir 2014, 2015 über Leute gelacht haben auf der. 2016, vielleicht sogar, Bereich, äh, auf der Gamescom, die angefangen haben, ihre Followerzahlen und durchschnittlichen Zuschauerzahlen auf Businesskarten zu drucken und den Leuten in die Hand gedrückt haben. Das ist kein Joke, das ist jetzt fast ein bisschen, bisschen weniger als zehn Jahre her. Aber das ist die Sch, mit der ich, also das ist die Sch mit der ich angefangen habe, langsam zu verstehen, dass das ganz schön cringe ist. <laughs> Alles. Und ich habe keinen Einblick in andere äh, künstlerische Tätigkeiten, aber ich kenne nichts, und habe auch noch nie von etwas so gehört das so parasozial durchseucht ist wie äh, das influencertum und kann auch nicht sagen dass ich jemals in irgendeiner form etwas sehen werde vermutlich dass das ähnliche standards erreicht. also ob nun leute die bewerbungsschreiben von sich geben in denen sie angeben in welchen kanälen sie schon moderator sind oder, oder leute die followerzahlen auf, auf ähm, businesskarten schreiben leute die Zehn Follower haben und sich als unabhängiger, selbstständiger Influencer bei Managements bewerben, Bruder, ihr, was ich alles gesehen habe, also wirklich, und ich meine nicht mal auf, ich will irgendeinen Exposen, weil das ist ja nicht notwendig, sondern einfach nur, was ich schon alles gesehen habe, oder, dass ich daran mein Augenlicht nicht verloren habe, ist ein Wunder. Dass man mindestens von jedem gleich behandelt werden darf, ist ja wohl Egal, ich rede mich schon wieder in Rage, das ist mir jetzt viel zu doof. Ey. Ja, das kenne ich. Ich rede mich auch immer in Rage, aber ich mach's dann auch. Ja! Aber ich habe dennoch gefragt, ich weiß nicht, was das, was das noch bringen soll, groß was dazu zu sagen, aber ich glaube, um, um auf jeden Fall äh, die Positionierung, weil ich glaube nicht, ich, ich glaube nicht, dass ich mich noch, noch mehr positionieren muss, das, äh, das, auch wenn man nicht viel viel. Ähm, Mitgekriegt hat, hat man dennoch mitgekriegt, dass wir einfach seit eh und je kaum Kontakt haben. Ähm, vor der Beziehung mit Toni ähm, waren wir halt sehr, sehr, sehr eng. Sehr, sehr eng. Wir, ich hab, ihr ging es nicht gut. Ich habe sie halt kennengelernt, war chillig, alles fein. Und dann kam eins aufs andere. Wir hatten eine gute Zeit, Corona, also der Lockdown war, ich konnte meinen Friseursalon nicht mehr führen und äh, wir haben halt literally jeden Tag Zeit miteinander verbracht. Es war eine schöne Zeit, es war eine, eine gute Zeit, auch wenn wir beide sehr depressiv waren. War das trotzdem, wir haben versucht, einander hochzuziehen. Ich bin zu ihr, es, es ging ihr nicht gut und ich möchte auch nicht so tun, als wäre es nicht auch. Ähm, und damit möchte ich auch Menschen schützen, die depressiv sind, äh, dass man, dass man nicht zwangsläufig über Menschen ähm auch herziehen muss, die, die ihr, ihr Haus, ihren Haushalt nicht im Griff haben. Gerade wenn man psychisch nicht so auf der Höhe ist, dann passiert das sehr, sehr, sehr schnell. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Deswegen finde ich es nicht fair, wenn man da auf die Ordnung und sowas, auch wenn wir über, über Ordnung auch in dem Ausmaß, egal in welchem ähm, Mutzustand, nicht reden brauchen. Ist, äh, aber Okay, das. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das Thema ist, neben der Tatsache, dass überall Katzenpiss war. Ich glaube, der Fokus ist schon. Allgemein habe ich den Eindruck, dass es alles eher konstruktiv zu sein scheint. Also natürlich gibt es immer unkonstruktive Auseinandersetzungen und man einen dummen Spruch. Ich will mich gar nicht davon sprechen sprechen. Ich glaube, in dieser gesamten Anidac-Sache habe ich auch mal ein paar dumme Sprüche gesagt. Ich habe sie vorhin mit Afghanistan verglichen. Ähm, aber es ist grundsätzlich, grundsätzlich im Kern eine sehr opferbezogene Diskussion und eher daran interessiert, zuzuhören. So. Ich muss aber auch dazu sagen, ich lese keine YouTube-Kommentare. Vielleicht ist das natürlich etwas, das subjektiv ist im Rahmen meiner, meines Medienkonsums und ich möchte dem gar nicht, also bestimmt ist es das. Aber ich finde es alles sehr konstruktiv. Uh, gab meines Erachtens nie eine Zeit, wo, wo uh, auch man nicht, wenn man reinkam, anfangen musste von, von Pisse bis, also ich weiß nicht. Ich habe das nicht gemacht, um, um irgendeine Art von Anerkennung zu bekommen. Es, es war, ich mache bei Menschen dann sauber, weil ich mich nicht wohlfühle. Nicht. Oh. Weil ich denke, ich muss das für andere machen. I couldn't care less. Ich bin rein, habe das selbstverständlich und das hätte ich für jeden Menschen gemacht. Wenn ich sehe, Katzenklos sind über komplett voll, dann mache ich, mach ich das schnell. Hm. Und es gab keine Zeit, wo das nicht der Fall war. Und dann habe ich das gemacht und sie hat uh, basically... Irgendwas äh, darin gesehen, was fair ist, wir brauchen uns auch nichts vormachen, Anni ist eine, Anissa ist eine, eine wunderschöne Frau, keine Frage, ähm, aber irgendwie sind Gefühle aufgekommen ihrerseits und es ist nie was passiert. Ich hab dann, Nachdem sie mir diese Gefühle gestanden hat, habe ich gesagt, die kann ich nicht erwidern, Es tut mir unfassbar leid. Äh, es tut mir leid, dass ich dir die Hoffnung ge gemacht habe oder sowas. Aber ich stand plötzlich als die da, die wegen ihr sie die ehemalige Beziehung aufgegeben hat. No fucking way. Oder das war ein eskalierender Übergang gerade. What the f Okay, weiter? Ich hätte ihr ja wahre Liebe gezeigt, basically, und nach dem Motto, und jetzt lasse ich sie halt irgendwie hängen. Chat, ich bin in diesen zwischenmenschlichen Sachen nicht so drin. Aber meint sie mit wahre Liebe die Katzenpitze aufräumen? Ich sag, ich hab das nicht gemacht, weil, weil ich verliebt in dich war. Das war like eine ganz normale. Ich habe deine Katzenp*** nicht weggemacht, weil ich verliebt bin. Oder klingt wie ein Song von pur oder von echt. Ich hab das nicht gemacht, weil ich verliebt in dich bin, sondern es roch überall nach Pizza. Ey, ich, ich weiß gar nicht, das klingt ein bisschen wie ein Sample von Echt oder von Pur, das Kontra K benutzen würde. Und dann rappt er, yo, ich komme in deinen Raum rein. Es stinkt nach Urin. <laughs> was ist denn jetzt los? Bruder, mit dem, was ist denn jetzt los? Sag mal, weinst du? Oder ist das die Pisse, die auf meine Wangen liegt? <laughs> Stopp! Stoppt sofort! Stoppt! Alter! Das ist ja merkwürdig! Ich hab voll den. Ich hab voll den Digga! Das ist ja übel komisch! Und jetzt meine Maus aus! Ich muss da mal die Firmware aktualisieren, das ist wirklich schlimm. Okay, wir müssen das noch mal, ich muss das noch mal ganz verstehen, weil ich habe jetzt, ich bin da irgendwie, ich mich gerade in irgendwelchen Memes verloren, I'm so sorry, das ist mein Coping mich, ich maskiere ja. das immer als mein Coping Mechanismus so. die kann ich nicht erwidern. Es tut mir unfassbar leid. Es tut mir leid, dass ich dir die Hoffnung gegeben, gemacht habe oder sowas, aber ich stand plötzlich als die da, die wegen ihr, sie die ehemalige Beziehung aufgegeben hat. Ja. Ich hätte ihr ja wahre Liebe gezeigt, basically. Oh. und oh. nach dem Motto und jetzt lasse ich sie halt irgendwie hängen. Ich sag, ich habe das nicht gemacht, weil, weil ich verliebt in dich war. Das war like eine ganz normale, das waren ganz normale Gesten, you know what I mean? Ich bin so verwirrt, Digga. Ich schaff das gar nicht. Ich schaff das gar nicht. Ich denke gerade an Situationen, weil ich bin ja auch ein unordentlicher Kuddelmuddel Dude. Wo Leute, die ich kenne, aber also das, das Einzige, wo das passiert ist, wo jemand wirklich in dem Kontext richtig unter die Arme gegriffen hat, was ja auch, was, wo ich mich schon ein bisschen geschämt habe, waren vergangene Umzüge. Weißt du, wenn Leute mal richtig bei Umzügen ranklotzen, dann fühle ich mich schon ein bisschen schlecht, weil das ja die, es gibt ja keinen, es gibt ja keinen Grund dafür eigentlich, aber Digga, welches Gefühl, also Wahnsinn, ne? Das einzige Gefühl oder die einzige Situation, also das einzige, was gefühlstechnisch ausgelöst werden konnte, wenn jemand in deine Wohnung kommt von, kommt von, deinen, von deinen Freunden und deine Katzenklo sauber macht, ist das Gefühl von Scham. Weil, warum zur Hölle muss jemand in deine Wohnung kommen und deine Tiere versorgen? Das ist, ich verstehe den Aspekt der Depression, aber das ist hier deutlich mehr als nur eine Socke wegräumen oder mal äh, das Bad putzen oder so oder mal oder mal Staubsaugen, so digga, das ist deutlich drüber. Ich erzähle euch, warum erzähle ich euch das jetzt? Ja, ja, ich bin vom ja. wahnsinn, ja. Ich erzähle euch das jetzt nicht, weil ich denke, boah, ich bin so stolz darauf, dass irgendjemand mal verliebt in mich war. I, I don't fucking care. Deswegen habe ich das nie thematisiert at all. Aber als ich gesagt habe, ich bin nicht, ich kann das nicht erwidern. Der ein oder andere kann das sogar basically raussniffen. Wenn man auf, aufmerksam genug war, wann der ah. Zeitpunkt war. Weil danach gab es eine Ewigkeit keinen Kontakt mehr. Ja, abgeschottet sofort, ja. Na gut. Hm. Weil sie gesnappt ist. She totally fing so äh, Für die Deutsch-Englisch-Übersetzungsunterstützung -Unters gesnappt, durchgedreht, ausgerastet. Wie ich gesagt habe, ich kann das leider nicht erwidern. Einfach, <laughs> weil, weil sie das nicht kennt. Und das ist fair. Oh mein Gott, sie konnte kein Nein akzeptieren. Wir haben da vor kurzem noch drüber gesprochen. Das war über ein halbes Jahr oder so her. Aber wir haben darüber gesprochen. Und ich habe ihr gesagt, weil sie was mich gefragt hat, weil ich habe zu ihr gesagt: Du bist halt ein bist wirklich ein bisschen schwieriger Mensch. Irgendwie sowas habe ich gesagt. Oder du bist kein einfacher Mensch. Und daraufhin rief sie mich an und meinte: iva, was, meinst, was meinst du eigentlich damit? <laughs> Das kann ich nicht, du bist halt kein einfacher Mensch. Uh, uh, uh. Ich sag, du bist. Wenn man, wenn, wenn du rejected wirst. Du bist halt hochproblematisch, ja. Snapst du. Und dafür hat sie sich dann im Nachhinein entschuldigt bei mir. Weil die meinte, dass ich habe mich einfach gekränkt gefühlt und also ich habe halt dies und jenes. Aber Uff. ich sag, aber das hat dir nicht das Recht gegeben, so zu, zu, zu snappen. Weil man kriegt halt auch. Äh, Sie ist ein großzügiger Mensch. Das ist, sie ist ein sehr großzügiger Mensch. Das heißt. Sie macht einem Geschenke. Wenn, wenn du in, in einer Freundschaft. Das ist halt eine, eine, eine Welt, die, 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 in der war ich vorher noch nicht. Das, das, so, so eine Großzügigkeit kenne ich nicht, habe ich nicht. Und so, so großzügig, like, I don't know. Aber man kriegt dann sehr teure Geschenke. Und das ist dann so. Ja, aber danach habe ich nie gefragt und da, äh, man fühlt sich dann schon fast schon so obligated irgendwie irgendwas aufrechtzuerhalten, einfach weil du kannst mir ja nicht irgendwie was Teures schenken. Und dann äh, sage ich dir, boah, ich bin nicht verliebt in dich und jetzt möchte ich dir eigentlich alles, was du mir geschenkt hast, zurückgeben. Weil, genau, äh, you know, oh. man, man fühlt sich plötzlich in so einem uh, unangenehmen... Äh, ich, <lacht> <lacht> Die Reaktion, sehr nachvollziehbar. Sehr nachvollziehbar gerade. Sehr nachvollziehbar. Kann ich relaten mit gerade. Ich krieg jetzt diese, diese teuren Geschenke und jetzt habe hab ich fast schon Sch zu sagen. Äh, oh mein Gott, Alter. Äh, ich möchte das ja alles gar nicht. Oh nee, Digga. Das ist auch ein, ein sehr unangenehmes Gefühl, oder? Right? Ja, right? ja, und ja, äh, ja. daraufhin sagt ja, dann gibt es halt keine äh, Geschenke und äh, keine teuren Geschenke mehr und sowas. Und dann war ich so, wait a minute, nee, nee, dann gibt's halt, warte, 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 warte was? Zu sagen, äh, ich möchte das ja alles gar nicht. Das ist auch ein, ein sehr unangenehmes Gefühl. Right? Oder sie hat das nicht geschenkt, sie hat das investiert und dachte, es gibt einen Return of Invest. Right? Und äh, daraufhin er ich, ja, dann gibt es halt keine äh, Geschenke und äh, keine teuren Geschenke mehr und sowas. Und dann war ich so, Digga, willst mich verarschen als ob ich jemals von dir Geschenke haben wollte. Ich sag, was ist denn das für ein Blödsinn? Oh, ist das lame. Ich sage, ich bin selbstständige Friseurmeisterin. Also wenn ich, wenn ich mir Dinge nicht leisten kann, äh, wüsste ich, also ich, ich habe, es gab <laughs> das Ding gab es nicht. Selbst wenn ich etwas brauche, dann spare ich darauf. Und dann ist das. Weil man nur. Also, ey, das zeichnet halt wieder ab, ne? Wir haben vorhin gesagt, wenn man nur mit Menschen zu tun hat, in deren Talentlosigkeit man selber glänzen kann, dann tendiert man eventuell dazu, diese Maßstäbe für alle anzusetzen. Und dann, dann triffst du diese, dann triffst du unter, unter Umständen Personen, die dich halt überstrahlen können, und reagierst auf die toxischste Art und Weise dazu. Und dann kommt auch noch der Punkt, an dem du Geschenke und, und, und Präsente präsentierst und dann noch auf jemanden triffst, der auf deine Schatzhilfe nicht angewiesen ist. Steck dir dein sonst wohin. Du kannst mich doch nicht kaufen. Und das muss so ein, also das muss schon ein Realitätscheck gewesen sein. Die Auseinandersetzung hier mit IFA muss schon ein Realitätsgescheck gewesen sein. Also das muss jetzt nicht zwangsweise was verändert haben, aber da muss, ne, kurz mal wer geschüttelt worden sein. Fein, aber ich brauche doch, ich bin noch nicht mit Menschen befreundet wegen teuren Geschenken. Bin ich bescheuert. So, like, ja. wie, dann habe ich noch gesagt, was meinst du? Ob, hast, hast du mir gerade Basic gesagt, dass ich käuflich bin? Ooh. Klar sind das Sachen, die man vielleicht in einem Rage-Modus sagt oder was auch immer, dass man, dass man sich rejected fühlt, aber das wie so ein. Man könnte man wie ein erwachsener Mensch sagen, ach krass, schade, es tut mir echt leid, dass das. Äh, ich uns jetzt in diese, in diese Situation gebracht habe. Äh, Boah. Ähm, ja, äh, so wie sie halt auch gesagt hat, ich kann mit dir nicht befreundet sein. Da war ich so, ey, das ist fein, das ist gar kein Problem, das äh, respektiere ich. Pass bitte auf dich auf. Und be good. Und dann hab ich, haben wir basically den Kontakt abgebrochen, weil ich gesagt habe, ja, ich I can't go further than that, alright? Was soll das hier? Und dann äh, habe ich ihr gesagt, ey, du hast, äh, ich, warum, warum findest du, ich bin ein schwieriger Mensch? Ich sag, Weil du snapst Wenn man dich rejected, snapst du. Das it is. Und dann sieht man erst, wie, wie, wie so ein Kind was, was basically uh, nicht ihren Willen durchkriegt. Ich will aber, ich will aber auch dich uh, ins Bett kriegen. Aber uh, wie kann es sein, dass du mich nicht willst? Ich sage, like, you know. Die wir schon richtig eingeschätzt haben, ja. Das ist die Reaktion von jemandem, mutmaßlich jetzt nochmal meiner Einschätzung nach, das ist die Reaktion von jemandem, der in seiner Welt halt ausschließlich in ganz klaren, hierarchischen, 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 Egal, ihr wisst, was ich meine. Gestuften Werten und Ebenen operiert und in der Regel auf Leute hinabsieht und Entscheidungen trifft, an die man sich halten muss und der Angst davon hat oder die Person dann Angst davon hat, dass jemand anderes auf Basis einer, einer gewissen Situation auf ihn hinabblinkt, weil man nur so operiert. Entweder man ist oben oder man ist unten. Ein auf Augen auf Augen also auf gleicher Ebene mit gleichen Regeln und gleichen Bedingungen operierendes Miteinander, das scheint da nicht zu existieren, sondern es gibt nur unten oder oben und man will definitiv nicht unten sein. Darum tut man alles in seiner Macht, um oben zu sein. Das ist schon. Puh. Oder was sich hier für Abgründe auftun. Ist unangenehm. Ja, genau. Auf jeden Fall hat, hat sie sich dafür entschuldigt. I, I, I took it. Ich habe gesagt, das ist okay, ist, mir sowieso, ist sowieso so lange her, ist mir egal. Seitdem war ja dann. Ist ja eh schon wieder voll viel passiert. Und dann habe ich Hans Toni kennengelernt. Da war ich so: boah, nice, wir können wieder befreundet sein. Die sind jetzt glücklich und verliebt. Und ich. Easy, wir können wieder cool miteinander sein. Ist doch entspannt, fine. But you were wrong. Und um... <laughs> but suddenly in, in this moment. Ja, äh, ich habe den Faden verloren. Okay, doch nicht. Aber dann hat die, Feiernaz hat die Feuernation den Angriff ausgeführt <laughs> und dann der RKO out of nowhere. Auf jeden Fall, genau, habe ich gesagt, wollte ich auch noch loswerden. Und äh, wie gesagt, wir haben dann ewig um drei Tage keinen Kontakt mehr gehabt. Und äh, ich habe dann immer nur so zwischendurch, wenn man mal äh, einmal in einem halben Jahr, wenn überhaupt telefoniert hat, haben wir halt dann mal ähm, über die, diese, keine Ahnung, diese Sachen wie Gnu, klaut mir den Fotografen oder keine Ahnung, was weiß ich, äh, bla bla blub, äh, ein bisschen ge geraged, was auch immer. Und, und dann kam diese ganze Zeit während der Gamescom beziehungsweise während der ganzen Zeit von Dungeons and Dragons. Ey, ist euch klar, wie abgef***t ich bin, weil ständig Leute von Annie Mary Sue Duck einfach von Dungeons and Dragons abgefickt sind? Alter, ich, das f*** mich. Bruder, ich meine, es ist nicht so viel, also, also, Digga, es ist, Digga, ich hasse Brustschmerzen, ne? Wizard of the Coast ist jetzt auch nicht geil. Aber D&D die, die ist cool. So. Das ist das ist es. Ha? Oder sagen wir, Pen and Paper ist cool. Das ist wirklich zum Kotzen hier. Wo ich mitgekriegt habe, offensichtlich, dass da Dinge work sind, wo ich mit, mit Mauki fast vor nach jedem. Das habt ihr ja auch mitgekriegt, dass ich dann basically nach jedem D&D, ähm, nach jeder dd Session am Ende halt immer mit Mauki in einen Call gegangen bin, damit sie ihre Fassung behält und und und, weil das halt schwierig war, right? Und da war schon sehr, sehr lange vorher, schon die Gamescom-Zeit, halt klar, dass da Sachen, wirklich unfassbar äh, wacke Sachen vorgehen. Oder ich kann noch mal eine Triggerwarnung machen. Ne? Ich habe noch nie, also ich habe schon sehr traurige Dinge im Internet gesehen, aber ich habe noch nie so was Trauriges gesehen wie den Clip mit D&D &D und Mauki. Ich habe noch nie so traurige, Also das war wirklich traurig, Alter. Diese, diese, also dieser Ausschnitt, ich warne euch explizit davor, das zu gucken, wenn ihr nicht emotional gefestigt seid. Das ist jetzt, das ist wirklich, 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 wirklich schlimm. Und wenn ich mir vorstelle, oh Gott, Alter. Wenn ich mir vorstelle, dass alle Beteiligten in dieser Betrachtersituation sind, in der sie irgendwie mitbekommen, wie ernst das ist und wie wenig das durch den, und wie wenig das irgendwie auch im Zaun gehalten werden kann und wie heftig das alles ist, ich, äh, das bricht mir das Herz, Alter. Echt, das ist so schlimm. Ey, das ist richtig bad. Oh, Scheiße, das war jetzt die falsche Wortwahl. <laughs> und dann, zeitliche Einordnung, hm. ähm, Mauki war bei mir, Gamescom, und dann war, ist Mauki nach Madeira gezogen. Daraufhin, äh, kamen wir dann, ja, eine ganze Zeit später kam nur noch dieses ich mache mir Sorgen Iva ich mache mir Sorgen um Mauki ich sag so, okay was ist da los digga was ist da los ich mache mir Sorgen um Mauki es ging die ganze Zeit um den Punkt Mauki ich man es lohnt sich auf jeden Fall da ähm, rein zu horschen, weil da stimmt was nicht sie ist halt nicht so ganz äh, auf der Höhe okay und ich war immer so kein Problem ich versuche mal rauszufinden was da los ist ich rede mit Mauki höre beide Seiten er höre Maukis Seite und bin so, ufff. mit Anni, bin so... Hmm. What the f*** is happening? Why is that happening? And why to me? Like, why the fuck to me? Und ich habe auch schon gesagt, ich verstehe, dass ich diese Art von, von, von Dings genieße. Ich, ich genieße diese Art von ähm, Offenheit, die man mir entgegenbringt. Aber das, war, das waren Sachen, die hätte selbst ich, hab, die konnte ich nicht gut vertragen. Es geht um unfassbar schwere Anschuldigungen. Ich kann das jetzt nicht so droppen, um was es genau geht. Unfassbar schwere Anschuldigungen ist. Es geht um unfassbar verstörende, unfassbar... Asoziale, schlimme, wirklich schlimme Anschuldigungen. Das, woran ich mich an, ähm, erinnern kann, bei dem Statement, das Mauchi abgegeben hat, war, dass sie gesagt hat, dass man ihr Alkohol- und Tablettensucht irgendwie noch, also das ist das, was ich so in Erinnerung habe, oder dass sie unzurechnungsfähig wäre, so in dem Kontext. Ja, sowas, sowas also so so also eine, eine, so eine Sache war, dass irgendwie, boah, weil sie irgendwelche Medikamente nicht nimmt oder irgendwas, ey, Alter, Tiger, was? Worauf ich äh, halt auch zu Annie gesagt habe, dass wenn das wirklich stimmt, muss ich ganz dringend den Kontakt zu Mauki abbrechen. Ich werde äh, rausfinden müssen, ob das stimmt, weil ich bin nicht dumm genug, um. Um das einfach so im Raum stehen zu lassen und jetzt, ja, okay, ich, äh, ich bin jetzt bei dir. Ich bin, ich äh, vertraue dir da, weil, Digga, I saw you snapping, like, give me a fucking break. I, I, I've seen the other side, okay? Like, don't fuck with me. Um, bin dann im uh, Back and Forth. Weil ich brauche brauch halt, ich wollte das hinterfragen. Ist, stimmt das, was da, was da, gesagt wird? Weil das, wenn ja, dann kann ich unter gar keinen Umständen mit Mauki befreundet sein. Das geht nicht. If that's true, what she's saying, dann ist das ein absoluter Red Flag für mich. Und dann bin ich wieder zu Mauki und war so. Mauki hat mir beim Umzug geholfen. In der ganzen Zeit habe ich sehr viel versucht, mit ihr zu reden. Habe gesagt, Mauki, ich möchte, dass du ehrlich zu mir bist. Ich sage, es, es gibt keine Konsequenzen, ke es gibt keine negativen Konsequenzen, wenn du ehrlich zu mir bist. Dann werde ich dir versuchen zu verzeihen. Aber oh mein Gott, Alter, was? Ey. Aber bitte sei ehrlich zu mir. Und sie hat versucht, das mit ohne Sch so, dass, dass, dass das fast schon, dass sie schon fast dachte, dass das, dass da was dran sein könnte an diesen Gerüchten. Wirklich, das es tat mir so unfassbar weh. Wir, äh, von Panikattacken bis zum Geht nicht mehr. In meiner Umzugszeit, ihr habt keine. Vorstellung. Ihr habt keine geringe Vorstellung, was, 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 was Mauki in der Zeit, in der ähm, Vivian und ich umgezogen sind, während sie uns geholfen hat, was, was diese Frau durchgemacht hat. Ihr habt keine Vorstellung. Das war so unfassbar viel für alle Beteiligten. Was ich versucht habe mit den, den, mit den Opfern, die beteiligt waren, basically das herausfinden, stimmt das? Weil, weil es... Meine, meine Menschenkenntnis sagt, dass das irgendwie kann das nicht sein. Das kann nicht sein. Es kann nicht nur Opfer geben in der Mitte. Das ist unmöglich. How the f das habe ich mehrfach schon gesagt. How is that a thing? Wir haben uns hingesetzt, wir, kurz vor dem Umzug, haben wir uns hingesetzt und haben äh, zu viert am Tisch gesessen und darüber gesprochen. Und sie hat mir versichert, dass das, äh, dass das auf jeden Fall diese Anschuldigungen stimmen. Ich kann mir nicht mal ähm entferntesten vorstellen, um was es da genau geht. Also ich bin komplett, also holy shit. Ich weiß nicht mal, also es kann ja alles sein, aber es klingt auf jeden Fall sehr 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 ernst. Und ja, das, das haben ja auch andere mitgekriegt, Eva. Basically alle sagen das. Und wer sind diese alle? Das ist ja ein, das ist ja das ist ja Manipulation auf Champions League Ebene. Leute, mit denen der, der dein Ziel befreundet ist, von dir abzuwenden in Form von Gerüchten, die die krassesten Anschuldigungen in den Raum stellen, um dann dafür zu sorgen, dass mit so einer, so einer, so einer Gruppendynamik-Tendenz, weil alle, die ja so oder so glauben, weil du das ja gewohnt bist, so eine, so eine Vorverurteilung einfach als gegeben zu sehen. Das klingt... Boah, das klingt richtig schlimm, Alter. Nach all dem, was ich bis jetzt gesehen habe, und das sage ich jetzt für die Insider, die meine ähm, Reaktion dazu begleitet haben und die äh, Statements der Betroffenen auch, bei allem, also wirklich bei allem, was ich dazu gesehen habe und das, was ich jetzt höre, kann man von Glück reden, dass es da ein... Ereignis gab, das auf Basis der Pflege von einem Tier gewisse Dinge verhindert hat. Denn das wäre also das ist nicht auszudenken, aber das hätte auch echt ganz ganz böse enden können, Alter. Wer sind diese alle? Und warum sagen die Opfer nichts? Und, und dann habe ich gesagt, ey, da ist ein Opfer. Wenn dieses Opfer zu mir kommt und, und mir sagt, dass das stimmt, dann dann fein. Aber das ist nichts, was du entscheiden darfst. Ich werde, ich habe so lange Kontakt mit Mauki, bis du... Das ist, das ist der ekelerregendste, holy shit, ist das widerwärtig. Bis äh, irgendeiner basically zu mir kommt und sagt, da ist auch nur so ein Stück von dran. Ja. Krass. Weil ich bin nicht dumm genug, um, um mm. auf so eine Propaganda mm. reinzufallen, alright? Mm. Weil das ist kein, das ist kein Spaß, wovon ich gerade rede, das ist kein Spaß. Das mhm. sind Anschuldigungen, die sind so schlimm, mhm. dass, das, äh, dass ich sehr froh bin, dass die noch nicht, äh, dass man über die noch nicht. Ich weiß, dass man über die im Hintergrund spricht. Aber how dare you? Shame on you. Shame on you, dass das überhaupt so praktiziert werden durfte. Digga, du kannst Manipulation und nicht ohne Anni buchstabieren, Digga. Und dass man, dass, dass Anissa in dem Fall dachte. Dass das reicht, mir mit so einem Sch zu kommen und ich sag: ja, okay, nee, also das ist ja ein Mensch, den muss man canceln. Ähm Alter, da muss man ja die Fassung bewahren, wenn man das. Ey, man, ey, das gibt es doch nicht. Du denkst, im Umgang mit dem Thema hast du dich schon mit wirklich unzähligen. Aussagen von Betroffenen auseinandergesetzt und hast alles gehört, aber dann kommt einfach immer wieder etwas, das dir ja vollkommen nochmal dein Weltbild zurechtrückt. Wie, so wie, wie jemand, der dich schüttelt und sagt: Nee, eigentlich ist es noch schlimmer. Oh Gott! Wie gesagt, ich habe äh, lange, lange, lange mit Mauki darüber geredet, habe der gesagt: Mauki, wenn da was dran ist, dann, dann kann ich mit dir nicht befreundet sein. Das tut mir wirklich leid. That's impossible for me. Ähm, und es wurde halt klargestellt. Heute wissen wir, dass das alles Bullshit ist. Oh. Oh. Aber das, das ist nicht meine Aufgabe, das jetzt hier so. Ähm, auf jeden Fall wurde in, in dem Gespräch mehrfach gesagt, beziehungsweise in den Telefonaten auch immer: sie says, Eva, ich mache mir Sorgen um Mauki." Ähm, dann dann geht es um, um Tabletten, die sie nicht nimmt und die dreht die, die gerade... Okay, ist also das nicht damit gemeint, sondern noch etwas, was gravierender ist als das. Alter, da, da, red, da reden wir von richtig, richtig bösen Dingen. Alter, da reden wir von richtig, richtig bösen Dingen. Alter. Da reden wir von richtig, richtig bösen Dingen, Digga. ...durch und die erzählt wirre Sachen und ich... What? Okay. Und äh, ich, ich, ich weiß, dass das äh, wie Menschen sind, die beispielsweise eine Schizophrenie haben, ich habe Menschen schon kennengelernt und ich habe immer wieder aufs neue, habe ich auch zu ihr gesagt, du, ich, ich erkenne das nicht, die ist so gefasst, ich weiß nicht, was du meinst. Ich, mach, du, ich mache mir Sorgen, also ich, ich kontaktiere sie, weil du, mir, weil du dir Sorgen machst und ich kann diese Sorge nicht bestätigen. Sehr geht's gut. Ich sage, ist doch fein. Ich, sage, ist, ich habe nicht einmal von mir aus, habe ich Anissa kontaktiert. Nicht ein einziges Mal. Wenn man in, meine, in meinen Verlauf schaut, geht es immer so, ich würde mich nicht bei dir melden, wenn ich nicht wirklich, ich würde mich echt nicht bei dir melden, wenn ich nicht wirklich, mal, ich, 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 sie, sie versucht gerade dies und sie versucht gerade jenes. Und ich war immer so, hey, warum werde ich schon wieder hier so reingezogen? Ich verstehe das nicht. Ich habe doch schon lange... Äh, ist doch klar, woran, wo ich jetzt hier stehe. Solange es keine Beweise für diese Faxen gibt, gibt es keinen Grund. Das hier ist übrigens echt wertvoll, ne? Weil der Versuch der Manipulation nicht geglückt ist auf der Erfahrung von Eva im Kontext mit der Person, die manipuliert. Sie hat erkannt, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist und dass diese Methoden einfach wirklich nicht... Nicht so, nicht so legit sind und als sie dann in eine situation gebracht wurde zu einem späteren zeitpunkt wo versucht wurde ihr mit, der, mit einer ähnlichen methode aber einem anderen wirkungsgrad etwas anderes zu bewirken aber nochmal mit einer ähnlichen methode hat sie das alles in frage gestellt und hat sich auch nicht vor die karre spannen lassen als waffe oder als instrument das ist super strong ist mega strong und hat sich ja am Ende auch als die richtige Entscheidung herausgestellt. Aber die Tatsache, dass man die mentale Befähigung haben muss, also ich meine, die, da muss man ja bewaffnet sein. Das ist ja nicht etwas, wo du sagst, lass dir auf der Straße nicht irgendeinen Sch verkaufen oder lass dir nicht einen Staubsauger andrehen an der Türschwelle oder, oder, ähm Lass dich nicht, weißt du, lass dich nicht scammen oder lass dich nicht von einer E-Mail irgendwie deine Kreditkarte abfangen. So, das ist, das hier ist hochgradig emotionale Manipulation. Das ist jemand, mit dem, der denkt oder mit dem du in irgendeiner Form einen innigeren Austausch hast als fremd, vielleicht sogar gut oder zumindest, ne, ihr kennt euch. Das ist hochgradig manipulativ und Nutzt zwischenmenschliche Beziehungen aus und will auch zwischenmenschliche Beziehungen ausnutzen. Und da nicht drauf reinzufallen. Ich sage, drauf reinzufallen ist eine Sache, die passiert, aber da nicht drauf reinzufallen und sich nicht dem, diesem diesen Versuchen ins. Das ist übelst stabil. Das ist sackstabil, Alter. Holy shit. Mich von, von Maki zu distanzieren. There is no point. Weil meine Menschenkenntnis doch mir sagt, was die Sache ist. Und hm. nichtsdestotrotz. Ist mir durchaus bewusst, dass die Wahrheit, dass Anisas Wahrheit, ihre Wahrheit, ähm, in ihrem Kopf total viel Sinn macht. Denn wenn man aus einem Gespräch kommt mit, mit Anissa, ist das. Wo man, da, da, man, wir, wir, sah, wir, wir kamen aus diesem Gespräch raus, was Stunden gedauert hat. Wir saß, haben uns ins Auto gesetzt und waren so: oh mein Gott, vielleicht ist Mauki wirklich so ein Psychopath. Und dann waren wir so, ah oh nee, Quatsch, Quatsch, das kann das schon, nee, gar nicht, oh Gott, nein. Man, man muss sich auch als ein Mensch, der von sich von sich selber aus glaubt, dass er schwierig zu manipulieren ist. Jetzt kommt der S, den ich gerade gesagt habe. Muss man sich selber immer und immer wieder, wir saßen im Auto und waren so, boah, was war das denn? Wenn da auch nur ein bisschen dran ist, ne? Auch nur ein bisschen. Dann müssen wir uns von beiden distanzieren, Alter. Was ist das denn? ist ja unfassbar, was ich da gerade gehört habe. Mit einer Überzeugung und unter Tränen, zitternd, dass ich, dass ich wirklich dachte, okay, ganz ehrlich, alles daran ist Red Flags. Und das habe ich auch dort vor Ort gesagt. Ich sage, du, ganz ehrlich, das, was ich hier gerade gehört habe, ist so schlimm, dass, dass selbst wenn die Mitte stimmt, das immer noch disgusting ist. Und dass das auf jeden Fall. Irgendwie aufgeklärt werden muss und like, unter euch muss das geklärt werden, weil that's disgusting. Alter, das sind Auswüchse. Boah. Ja, ich, ich genieße dieses Vertrauen und man kann mir Dinge auch sagen, aber alles hat seine Grenzen. Wenn es verschoben wird und ich, worauf ich eben hinaus wollte, warum ich euch erzählt habe, dass dieses ganze ähm, verliebt und bla und blub, das nämlich. Ich hatte erstmal gedacht, es betrifft mich ja alles nicht, bis ich dann von Toni über Mauki gehört habe, dass über mich erzählt wird, dass ich in sie verliebt war und sie mich rejected hat und sie, sie quasi mir einen Laufpass gegeben hat und wir seitdem halt äh, bin ich halt so ein bisschen eifersüchtig und so ein Scheiß. Oder auf wie vielen Ebenen wird da Schach gespielt? What? Was ist das denn? Da hat, ja hat sich ja noch mal ein anderes hat sich ja noch mal ein anderes Spielfeld geöffnet, oder? Das ist ja das ist ja Magierschach von Harry Potter, oder? Da sitzt Ron aber auf seinem Turm und versucht die schwarzen Läufer zu fällen oder was? Was ist das denn? In wie vielen Metaebenen wird dann versucht da zu manipulieren? Das ist hä hä Digga, die stellt euch mal vor, wie anstrengend dein Leben ist, wenn du dir die ganze Zeit diese merken musst. So was hast du dem gesagt? Was hast du dem gesagt? Was hast du über den gesagt? Was hast du wem über den Digger? Was ist das für ein Leben, Brudi? Was das für ein Leben ist? Da musst du Buch führen. So, da brauchst du einen Buchhalter, brauchst du einen Buchführer so auf Mafia strukturbasis Oder bevor du ein Telefonat mit irgendwem anfängst, musst du dich einlesen. Da gehst du in ein Zimmer und machst du irgendwie das Licht an und dann musst du so eine Akte rausholen. Kurzes Briefing. Was habe ich dem erzählt? Alter, was ist da los? Digga, da bist du aber der toxischste Dungeon Master deines Lebens, ey. Ja, zum Glück ist sie hochbegabt. Ah. Ah. Oh. Ja. Das klingt so anstrengend alles, Digga. Ja, hier. Ja, so. Mhm. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, Anissa, ich gebe dir jetzt hier die Chance, es sind Sachen in mein Ohr gekommen. Äh, ich weiß nicht, warum du die erzählst, aber ich möchte, dass du mir jetzt die Wahrheit sagst. Du, ich, es gibt keine, keine negativen Konsequenzen. Bitte sag mir, ob du über mich erzählst, dass ich in dich verliebt war und äh, du mich rejected hast. Nein. Quatsch, das würde. Warum soll ich das tun? So also für mein Ego brauche ich das nicht. Und ich war so. Mm, nee? Really? Nee. Oh, really? Du bist du dir sicher, dass du das nicht gesagt hast? Es kann ja sein, dass was passiert. Das passiert doch, dass man sagt so, boah, ja, nee, ach, Eva wir waren mich verliebt. Der, hab ich ja, ab... was weiß ich. Vielleicht... Weißt du, aus Scham, weißt du? Aus Scham. Bei so einer harmlosen Sache schon. Vielleicht gibt es eine, eine hab ich, das habe ich auch so genauso gesagt, vielleicht gab es eine Situation, wo du in deiner Beziehung mit Toni auf, auf die Idee gekommen bist, zu sagen, ey, ja, hier ist halt unangenehm, oder keine Ahnung, nee, ähm, weil, weil Toni ja offensichtlich das halt auch dann im Hinterkopf hat. Das heißt, Toni hat im Hinterkopf, ja, Iva war mal verliebt in, in, in meine Freundin. Und deswegen äh, ist halt auch dieser Kontakt schwierig. genau you know what I mean? Like, besser mal. Äh, so, hä? Like, that's so odd. Und sie hat gesagt, nein, sie hat das nicht so gesagt. Und dann weißt du so, ja, okay, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Und <laughs> jetzt, jetzt bin ich halt Verzeihung. komplett enttäuscht, dass äh, das basically mit dem, was alles doch so rauskam, ist oh. die Glaubwürdigkeit einfach so los. Und es tut mir ultra leid, dass äh, selbst ich, die eigentlich gar nichts zu senden hatte, dass selbst meine Story, die so unwichtig ist. Ja, ja im Kontext dazu, zu den ganzen anderen Sachen, ja. Das so ist ein, so eine unwichtige Story, sind wir mal ehrlich. Die, die hat nichts, am Ende des Tages nichts. An wen interessiert das, wer in wen verliebt ist, kann ich, also ich bin kein Kind mehr, you know what I mean? wen interessiert das, selbst dass selbst das sich lohnt, das zu verdrehen, zu reden, ja. selbst das, diese kleine Kleinigkeit, like what would it take, was ist denn da so, so, dass doch nichts Schlimmes, es kann doch passieren, für Gefühle kann man doch nichts, aber das so zu verdrehen, nur um mit der Aussage, ja, die verdrehen das bestimmt, weil, die, weil du, Iva, du bist so, du bist halt so eine, du bist mal so abgeklärt und so cool und abgeklärt. Die können sich einfach nicht vorstellen, warum du dich von mir noch nicht distanziert hast. Deswegen versuchen die dich gerade auch zu, ähm, da, also in diese, halt so Sachen über dich zu erfinden. Ich also so, warte mal, wo, wer hat jetzt was davon, sowas zu, zu erzählen? Also wer genau hat denn jetzt was davon? Ja, also es ist alles eine Maschinerie an Manipulationen, die mir echt auf den Sack ging und ich hatte echt die Hoffnung, dass das aufhört und es hat nicht aufgehört. Äh, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass... Äh, keine Ahnung, meine Solidarität geht auf jeden Fall an die Opfer. Ich möchte mich jetzt nicht so als Opfer darstellen, weil ich hatte... Ich hab, bin noch mal... Gerade so davon gekommen, Alter. Äh, ...mit einem blauen Auge davon gekommen. Gerade so davon gekommen. Bin ich ehrlich. Aber ja, weil ich true. zur richtigen Zeit das Richtige gesagt, getan und... Äh, gefühlt habe. Mm. Ähm, mm. Nichtsdestotrotz äh, fuckt es mich ab, dass Dinge so, so, mm. ja, hm, mm. Hm, mm. nur so vage, das, das äh, nervt mich. Deswegen äh, dachte ich, bevor ich meinen morgigen Samstag damit, äh, damit like mit so einem Toxik- irgendwie verbringe, komme ich kurz live, stell das mal eben klar, dass, dass ich dass mein Standpunkt äh, auf jeden Fall auf der auf der an einem an, an einem Punkt ist, wo ich sage, ey, ich habe keinen Bock mehr, ich habe, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen müssen. Meine Solidarität geht immer an die Menschen, die die, die gelitten haben. Es tut mir leid für all die all, für all die. Ähm, oh. An all die Menschen, die sich bei mir ausgeweint haben. Es tut mir leid, dass ich, dass ich nicht die Kraft hatte, euch zu sagen, I can, I can do something about it. I couldn't do anything about it. Das ist halt eine Dynamik, wo man, wo man lieber aus genug Gründen, ob es nun dieses Gefühl von, ja, sie hat mich überhaupt in dieses, sie hat, ich habe ihr so viel zu verdanken, deswegen halte ich besser die, F ich habe ihr so viel zu verdanken, deswegen halte ich die. Ich habe ja teure Geschenke gekriegt, ich habe diese Kopfhörer gekriegt, deswegen äh, habe ich gar nicht das Recht, irgendwie was zu sagen. Und das sind so Sachen, lasst euch nicht in so eine Scheiße. Äh, wenn ihr euch in so einer Situation wiederfindet, macht das, das was euer Bauchgefühl euch sagt und nicht das, was. was ja, I don't know. Was ihr glaubt, da, wo, wo, was ihr. Machen müsst, weil aus, aus, den falschen, aus den falschen Gründen. Es tut mir leid an all die, wie gesagt, ob es PAs waren, ob es Mitarbeiter waren, die, die, denen es nicht gut ging und für die ich nur eine Schulter zum Ausweinen hatte, aber keine, keine, ähm, außer, außer Sprüche wie, äh, was soll ich dir sagen, ich weiß doch, ich weiß doch, Bro, ich weiß doch. Bro, ich weiß doch, was soll ich sagen, ich weiß, es ist halt Bruh. schwierig, I know, it's, it's difficult, it's difficult, I know. Als, als Mitarbeiter bist du halt auch noch so schwer. Was willst du sagen? Das ist einfach, einfach eine schwierige Situation, weil alles wird halt auch anders dargestellt. Weil ich habe genau das ähm, mit deinen Mitarbeitern, das habe ich halt auch angesprochen. Ist so wie, wie viele Menschen kamen zu mir und haben sich bei mir ausgeweint. Ich habe versucht, eine Schulter zum, zum Ausweinen zu sein. Ja, aber ich habe immer mein Bestes und bla und ich glaube ihr das, dass sie das glaubt. Und das ist genau das Problem. Sie glaubt all das, was sie, was sie sagt. Das ist kein kein kein. Ich glaube nicht mal, dass das legit. Ich, ich glaube, dass sie das glaubt. Weshalb ich lange das Problem hatte. Ich kann nicht der Judge sein. Wer ist jetzt das Opfer? Wenn, wenn alle das Opfer sind, dann dann muss ich jetzt sagen: Okay, du bist mehr das Opfer als du. Aber beide, alle, so wirklich alle sind das Opfer. Aber keiner ist der Täter. Und in ihrer Wahrheit, in ihrer eigenen Wahrnehmung und Wahrheit ist das alles total legitim. Alles ist gerechtfertigt, was sie tut und sagt. Weshalb ich äh, das jetzt halt auch aussprechen wollen würde, wollte jetzt hier an dieser Stelle. Alles, was sie sagt, glaubt sie. Und das ist, das ist genau das Problem. Mike fucking drop. Mehr kann man dazu nicht sagen. She believes all that stuff. Und, und das tut mir am meisten leid für all die, die, die geschädigt worden wurden. Bitte passt auf euch auf. Ich äh, habe Mauki versprochen, dass wir gemeinsam zum Yoga gehen. <laughs> okay. Deswegen ähm, müssen wir müssen in 20 Minuten da sein. Ähm, Madman schatz, vielen vielen Tausend Dank für den Euro, my lovely. Ähm, so, ich denke, das äh, bewegt sich jetzt hier eh in einem Abmoderationsbereich. Darum verkrümel ich mich mal. Ich verlinke trotzdem noch mal den Twitch-Kanal oder das Statement. Verlinkt das Statement und ihr könnt äh, darüber den Twitch-Kanal finden, weil der auf dem... Also, das ist ja auf dem... Naja, egal, ihr kriegt das schon hin. Warum nennst du uns nie Darling oder Sweetheart? Weil ich euch eigentlich... egal finde. Ich würde euch jetzt nicht fetten, schwitzigen Fans nennen. For real würde ich nicht machen. Aber am Ende des Tages seid ihr für mich nur Text in einem Fenster. Weißt du, wie ich euch sehe? Könnt ihr alle eure PP-Gas und eure und eure so machen, aber Alter, mehr als das wird's nicht. Das ist der Real Deal für mich. Und das ist auch gut. Weil, ansonsten würde ich eine Krise kriegen. Die Idealisierung, Idealisierung, Digga, was ist denn der Monte in mir ist auch geworden? Die Verehrung von den Influencern muss endlich aufhören. Ist ja geil, dass ihr euren Lieblingsinfluencer habt, den ihr alle gemeinschaftlich kollegial gerne guckt. Das ist auch für sicherlich für mich der, der Fall, aber dieses ganz klare. Vergöttern und verehren dieser Personenkult, das muss auch Grenzen haben und unterhaltenen Content zu konsumieren, ist das eine. Aber von der Person irgendwie, wer weiß was zu glauben, weil sie diesen unterhaltenen Content konsumiert, obwohl ihr keine Ahnung habt, was außerhalb eures OLED-Displays passiert, das ist eine andere Sache. Deswegen ist das das, das, ist das letzte Wort, das ich euch mitgeben will. Ne? Personenkult ist schlecht. Und ich weiß, dass ich mir auch gerade irgendwie ins eigene Fleisch schneide. Das ist mir aber wichtiger, als irgendwelche fanatischen Vollidioten zu haben, die alles stehen und liegen lassen, weil ihr Lieblingsinfluencer mal wieder sagt, dass Twitch Prime kostenlos ist. <laughs> ihr versteht, was ich meine, ja? Darum finde ich diese Herangehensweise an zwischenmenschliche Interaktion, wenn man das so nennen darf, im Internet, deutlich gesünder, als wenn ich euch... Und das meine ich jetzt mit nicht ausgedrücktem Disrespect, irgendwie persönliche Freunde oder meine Familie oder mit irgendwas gleichsetzen würde, was ihr definitiv nicht seid. Danke für die ganzen Subs und Resubs trotzdem. Ihr habt anscheinend meine Nachricht gerade nicht vernommen. Trotzdem, darum nochmal vielen Dank.